Radio 1 Satire-Show. Heute mit Christine Praillon, Friedemann Weise, Nico Semsrott, Christine Henkel, Talkgäste Philipp Möller und Albrecht von Lucke. Und nun begrüßen Sie Ihren Gastgeber, der Mann, der für die DRL pünktlich das Lösegeld übergibt, Florian Schröder. Vielen Dank, danke meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur großen Radio 1 Satire-Show. Ausgabe Dezember aus dem Tippi am Kanzleramt. Und die Dezember-Show ist immer meine Lieblingsshow. Das ist immer die schönste Show hier im Tippi, weil es ist die Show der Weihnachtsfeiern. Das heißt, die Menschen kommen hier ins Zelt und sind schon besoffen, wenn die Show losgeht, meine Damen und Herren. Ja, die mit Abstand. Die Besoffenen applaudieren, weil sie es nicht mehr verstanden haben. Der Rest möchte sich echauffieren, traut sich aber nicht so richtig. Das ist wirklich so. Doch, heute muss man sagen, wir proben uns hier immer den Wolf vor der Show. Wirklich den ganzen Tag proben wir hier. Und heute Morgen müssen wir schon um 3.30 Uhr proben, weil ab 7 Uhr die ersten Gäste kamen, um die erste Entenkeule zu essen. Frei nach Norbert Blüm, die Ente ist sicher. Richtig, genau. Also heute wirklich die Gäste so früh gekommen wie noch nie. Deshalb schon mal gut drauf. Das muss Sie zu Hause nicht interessieren, wenn Sie vor dem Livestream sitzen. Aber ich gebe Ihnen einen gut gemeinten Rat. Bitte jetzt schon mal versuchen, möglichst schnell auf Pegel zu kommen. Sonst können Sie die ausgelassene Stimmung hier im Tippi am Kanzleramt nicht nachvollziehen. Und das wäre schade, wenn Sie uns inhaltlich aufgrund von Nichttrunkenheit nicht folgen könnten. Aber widmen wir uns doch der knallharten Politik. Dramatische Nachrichten aus Bayern. Markus fucking Söder wird neuer bayerischer Ministerpräsident. Ist das schon überall durchgedrungen? Fürchterlich, oder? Seehofer wird nicht mehr antreten. Freiwillig. Also man musste ihn nicht raustragen. Man musste ihm keine Spritzen geben. Er hat freiwillig gesagt, also nicht gesagt, aus zwischen den Zähnen durchgenuschelt, ich werde nicht mehr antreten. Du musst zu Söder. Und dann hat irgendjemand hat so den, halb hat man den Namen Söder verstanden. Was hat er gemeint? Ah, dann ist es wohl Söder. Und jetzt wird Söder bayerischer Ministerpräsident. Ich sage voraus, wir werden Stoiber und Seehofer noch mal sehr vermissen. Ja. Wirklich Söder, ein Franke, wie konnte das denn passieren? Ein Franke, der Franke ist sowas wie der Sachse des Südens, ja? Ja. Vergessene Region, Tal der Ahnungslosen, gehört nicht so richtig dazu. Sprache versteht auch keiner, man erinnert sich dunkel an Lothar Matthäus und denkt, komm, halt die Klappe, geh weiter. Ja. So geht man mit Franken um. Der Franke, das ist nix. Bin neulich mal in Nürnberg aufgetreten und der Franke ist ja sehr langsam. Der Franke, der spricht dann so und dann weiß dann immer noch nicht, ist das schon ein Satz oder ist das nur der Versuch, ein paar Worte irgendwie aus sich rauszuprügeln. Also. Das sind Franken, furchtbar langsam, grauenhafter Menschenschlag. Heute Abend kann ich es ja sagen. Ja. Hier sind ja keine Franken. Jetzt kommt so ein Tisch. Doch, wir kommen von Kontinental aus Nürnberg. Wir machen hier unsere Weihnachtsfeier im Dibi. Ja. Sag ich Ruhe, lern Tippi sagen und dann melde ich wieder. Ja. So, pass auf. Ich war in Nürnberg. In Franken gibt es eine Straße, die heißt Frankenschnellweg, ein Widerspruch in sich als Straße. Wobei, stopp, keine falschen Vorurteile. Markus Söder ist der Beweis, es gibt auch wirklich richtig schnelle Franken. Herr Söder, haben Sie da gerade richtig verstanden? Sie sagten, es gibt in der CSU keine Lager? Genau. Nicht ernst. Top, oder? Wie für einen Franken ist das Highspeed, nicht? Ja. Hat er Energie getankt auf dem Frankenschnellweg. Also Söder, der neue bayerische Ministerpräsident. Das heißt, für mich eigentlich steht die Fusion an aus CSU und der kleinen Schwester der CSU, der AfD. Langsam wird es Zeit. Und Söder, muss man sagen, ist einer der ersten seit langem, der mal wieder als Schauspieler in die Politik gekommen ist. Ja, Schwarzenegger, Reagan, Söder. Das ist die Trias. Denn dieser Mann hat schon ganz, ganz viel Vorerfahrung im Filmgeschäft. Ich habe irgendwann die Anfrage bekommen, ob ich in der populärsten, besten, erfolgreichsten Serie aller Zeiten mitspielen will. Und welche Serie war das? Natürlich diese hier.
Falls Sie es verpasst haben, die läuft im bayerischen Fernsehen unter dem Titel Der Hurm ist der Hurm. Gibt's wirklich. Im bayerischen Fernsehen gibt's eine Serie, die heißt Der Hurm ist der Hurm. Das ist eine Daily Soap. Im Rest von Deutschland gibt's sowas gar nicht mehr. Aber dort läuft das jede Woche hoch erfolgreich. Der Hurm ist der Hurm. Und im Vorabendprogramm des bayerischen Fernsehens gucken Sie es mal an, wenn Sie danach Fips Asmussen wieder lieben wollen. Da hat er mitgespielt und seitdem gilt er in Bayern auch als Staatsschauspieler. Und das zu Recht, denn was Markus Söder wirklich kann, jetzt mal politisch gesprochen, ist sich verkleiden. Nadelstreif und Fliege, ja dies passt nicht zu mir. Ein reinrassiger Bayer, wird niemals mir als hier. Ein Schaler Samt und Seide, ging ihm irgendwie schnell rum. Vom großen Meister Lagerfeld aus seiner Kollektion. Ich trag so gerne Lederhose und tanze so gerne bayerisch. Und meine Frau, die Rosmarie, lässt mir mein Outfit frei. In einer echten Lederhose, das werden Sie verstehen. Sagt meine Frau, die Rosmarie, seid starke Männer drin. Wenigstens wissen wir jetzt, wer die Rollen von Günther Wallraff wirklich gespielt hat. Markus Söder war's. The one and only Markus Söder. Fest steht, mit Söder als bayerischem Ministerpräsidenten wird's noch schwieriger, jetzt mal auf Bundesebene ohne Probleme eine Koalition zu bilden. Das war ja schon bisher ein Albtraum. Bin sehr traurig, dass Jamaika nichts geworden ist, dass diese Sondierungen nicht geklappt haben, hat mich sehr traurig gemacht. Ich mochte diese Bilder, wenn sie immer da standen, auf dem Balkon der parlamentarischen Gesellschaft, wenn sie da rauskamen und diese Fotos entstanden sind. Und jedes Mal, wenn sie kamen, dachte ich, dieses Mal ist es soweit. Dieses Mal kommt das holländische Königspaar. Und dann waren's doch wieder nur Merkel und Seehofer. Es war traurig, aber auch schön. Ich mochte, dass so verhandelt wurde. Von mir aus hätte 4 Jahre durchverhandelt werden können. Und man muss sagen, alle 4 Parteien haben sich wirklich bemüht. Sie haben alles gegeben. Und lass uns noch mal festhalten, wie lange da wirklich jeden Tag sondiert wurde. Wir haben Tage von 24 Stunden und wenn die nicht ausreichen, dann nehmen wir die Nacht eben auch noch dazu. Falls Sie den Mann nicht kennen, es liegt nicht an Ihnen, das ist Alexander Graf Lambsdorff von der FDP. Man nennt ihn auch Graf Zahl. Und wenn ich mir anhöre, wie er rechnet, muss ich sagen, ich bin verdammt froh, dass die FDP das Finanzministerium nicht gekriegt hat. Denn wer sollte es eigentlich kriegen, das Finanzministerium? Wolfgang Kubicki. Ja, der Mann mit den Hemden. Der sollte Finanzminister werden, obwohl er ja in seinem Nebenberuf als Rechtsanwalt Hanno Berger vertritt. Das ist der Mann, der die Cum-Ex-Geschäfte erfunden hat. Die Geschäfte, mit denen Aktienbesitzer die Kapitalertragssteuer mehrfach vom Staat sich zurückerstatten lassen konnten. So ist dem Staat eine 2-stellige Milliardensumme an Schaden entstanden. Und Kubicki hat noch während der Verhandlungen gesagt, wenn er Finanzminister wird, möchte er dieses Mandat trotzdem fortführen. Sei für ihn kein Widerspruch. Das ist so absurd, wie wenn sich Harvey Weinstein als Chefredakteur bei Emma bewerben würde. Aber der Moment, als Lindner hingeschmissen hat in der Nacht, fand ich schon irgendwie geil. Das kann er einfach, dieses Hinschmeißen im letzten Moment. Das kann er wirklich, das hat er von Kindesbeinen an gelernt. Der hatte ja mal ein Start-up, ne? Ist das bekannt, dieses eine Start-up, was er mal in den Sand gesetzt hat? Und kurz bevor es zur Insolvenz kam, war Lindner derjenige, der sich zack rausgezogen hat. Dann hat er hingeschmissen, als er Generalsekretär war, hat sich gedacht, komm, lass die ganzen Röslers und Daniel Baas und Brüderles die Partei richtig gegen die Wand fahren. Und wenn die alle weg sind, dann komme ich wieder. Und jetzt, kurz bevor er hätte Regierungsverantwortung übernehmen müssen, macht er sich wieder aus dem Staub. Das kann der einfach immer dann gehen, wenn es ernst wird. Christian Lindner ist der Oskar Lafontaine der neuen Rechten. Steile These, ich weiß. Aber wir sind hier in einer Satire-Show, liebe Freunde. Pass auf, jetzt mache ich wieder einen einfacheren Witz. Lass uns noch mal gemeinsam den legendären Satz angucken, mit dem Christian Lindner alles hingeschmissen hat. Probleme sind nur dornige Chancen. Ja, das war der Satz, wir erinnern uns alle, in der parlamentarischen Gesellschaft, als er einfach keinen Bock mehr hatte. Aber halten wir fest, Lindner hat Zeit, das ist das große Problem. Er hat angekündigt, 30 Jahre will er noch Politik machen. Und die große Frage ist, ist das nur eine Drohung oder doch schon Nötigung? Er möchte 30 Jahre ernsthaft Politik machen. Das heißt, er hat alle Zeit der Welt. Er setzt sich jetzt in die Oppositionsbank, hofft, dass es gutes WLAN gibt und guckt mal,
dass er sich noch viele Sebastian-Kurz-Videos angucken kann und Videos auf YouTube, die ihm zeigen, wie man noch dramatischer hinschmeißen kann. Und irgendwann wird er dann wiederkommen. Und das Ergebnis, das Lindner so hingeschmissen hat, ist natürlich auch das Ergebnis der Führungsschwäche der Kanzlerin. Denn Lindner ist ein Typ, der ist durchaus folgsam, auch wenn taffe Frauen was sagen. Viele Wähler haben sie aber auch gewählt oder sind zu ihnen zurückgekommen, weil sie eben keine große Koalition mehr wollten. Und weil die FDP-Wähler traditionell eigentlich auch keine Protestwähler sind, die in erster Linie Opposition wählen, sondern auch welche, die Regierungsverantwortung haben. Und drittens, sie sind nur eine 10%-Partei. Warum sollten sie alles umsetzen können? So ist es. Man muss nur den richtigen Ton anschlagen, dann funktioniert der Typ. Zack, 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 ansagen, wenn das die Kanzlerin gemacht hätte. So, und Sie wollen doch regieren, Herr Lindner, oder? Wollen Sie nicht? Wollen Sie doch? Da unterschreiben Sie hier mal. Ist nämlich nicht so, oder? Sind Sie nämlich nur 10%? Ist Ihnen das klar? 10%? Mehr ist nicht. Haben Sie das verstanden? Haben Sie verstanden? Alle los hier. Dann hätte das funktioniert. Gut, es gab natürlich tatsächlich inhaltliche Differenzen, die waren nicht überwindbar, das war von Anfang an klar. Der Diesel beispielsweise war so ein Thema. Beim Diesel haben die CSU und die FDP gesagt, doch, wir wollen unbedingt eine Bestandsgarantie. Die Grünen wollten weg vom Diesel, die wollten hin zu den Elektroautos. Was hat die Kanzlerin gesagt? Na, weiß nicht so genau, wird schon mal gucken. Dann großes Thema Umverteilung in Europa. Wollen wir weiter, dass die Griechen dabei sind? Wollen wir denen das Geld geben, die es brauchen oder nicht? Die FDP war für ein Kerneuropa, aus denen die es sich leisten können. Die CSU im Grunde auch. Die Grünen waren für Umverteilung. Die Kanzlerin sagte, na, weiß nicht so genau wird, sondern mal gucken. Und dann die Cannabis-Legalisierung, auch so ein Thema. Die Grünen dafür, die CSU dagegen. Und was sagte die Kanzlerin? Wahrscheinlich weiß nicht so genau wird, sondern mal gucken. Oder hat sie in dem Fall mal was anderes gesagt? Cannabis-Legalisierung, ja oder nein? Nein. Nein. Da war ich schockiert. So kannte ich sie gar nicht, muss ich sagen. Nein. So giftig wie die Schlange K aus dem Dschungelbuch. Noch so eine Frage und ich beiße. Nein. Wobei, das muss man natürlich übersetzen. Man muss das übersetzen. Also wenn sie das so sagt, nein, dann heißt das in 2 Jahren spätestens, ach, weiß nicht so genau, wird sondern mal gucken. Und in 4 Jahren heißt es, ich glaube, es ist alternativlos. Das heißt, Freunde, egal in welcher Koalition sie weiter regiert, in 4 Jahren ist Kiffen erlaubt. Ja. Sie hat es versprochen, ja. Sie hat es versprochen. Okay, Lindner hat hingeworfen, aber auch andere hatten nicht so richtig Bock auf die Verhandlungen, unter anderem Cem Özdemir. Du sitzt da ja 4 Wochen lang auf engstem Raum mit Leuten, Testosteron gesteuert, Alpha-Tierchen. Ich möchte an dieser Stelle ungern Kritik üben, aber es heißt nicht Testosteron, es heißt Testosteron. Erste Silbe. Aber wichtig, Schwarz-Grün ist die Zukunft. Ich wünsche mir, wenn ich einen Wunsch hätte, schwarz-grüne Minderheitsregierung. Das ist die Gegenwart. Das passt zum Zeitgeist. Ich habe schon vor 5 Jahren, als die erste Kretschmann-Regierung in Baden-Württemberg angetreten ist, habe ich den Satz gesagt, ich bin für eine schwarz-grüne Regierung. Das ist der Zeitgeist. Schwarz-grün, das heißt Gefühlsvegetarier sein. Ich habe schon damals gesagt, seid alle wie ich, lebt schwarz-grün, seid Gefühlsvegetarier. Ich bin Gefühlsvegetarier. Ich esse nur die Tiere, die ich hässlich finde. So. Und heute wiederhole ich das. Aus tiefstem Innern bin ich überzeugt. Aber mein Wunsch wird nicht in Erfüllung gehen. Nein, es wird zu einer großen Koalition kommen. Müssen wir uns nichts vormachen. So langsam will die SPD ja jetzt auch, nachdem Frank-Walter Steinmeier, der heimliche SPD-Chef, ihnen mal wirklich ins Gewissen geredet hat. Wir haben hoffentlich bald Fachausschüsse und dann können wir mal Politik machen. Das habe ich 19 Jahre nicht erlebt. Wir auch, du bist ja erst 17, also was soll das? Natürlich hast du das nicht erlebt. Ja, aber es wurde schon auch Politik gemacht in den letzten 19 Jahren, durchaus. Das Problem der SPD ist nur, man weiß einfach nicht, was sie wirklich will. Zuerst sagt Schulz, wir gehen in die Opposition, Opposition, unbedingt Opposition und das diskutieren wir auch nicht drüber. Und jetzt hat er das Problem, jetzt muss er doch irgendwie wollen. Wenn es zu Sondierungsgesprächen zwischen CDU und SPD kommt, dann wird das betreutes Sondieren. Das steht vollkommen fest. Ja, so wird das aussehen. Das ist das große Problem. Das ist das große Problem, dass Schulz einmal wirklich einen reinhauen wollte und sagen wollte, ich bin entschieden, wir machen Opposition. Und jetzt kommt er aus der Nummer nicht mehr raus. Und die Frage ist, was strebt die SPD wirklich an? Ich strebe keine große Koalition an. Ich strebe auch keine Minderheitsregierung an. Oder heute hat einer gesagt, Kenia.
Schwarz, Grün, Rot. Ich strebe auch kein Kenia an. Ich strebe auch keine Neuwahlen an. Ich strebe gar nichts an. Ja, das ist es. Weißt du? Ich strebe gar nichts an. Komm, beerdigt mich doch lebendig. Ich hab keinen Bock mehr. Ich strebe gar nichts an. Was soll die Scheiße? Lass uns den Laden auflösen. In 5 Jahren kommen wir wieder mit so einem durchgeknallten Duracell-Häschen wie Christian Lindner. Das macht bei uns Thorsten Schäfer-Gümbel, wird's auch nicht besser. Was ist das für eine Haltung? Was ist das? Wieso redet man so? Mann, die SPD hätte die Chance ihres Lebens. Die könnte wirklich das Land erneuern. Die könnte alles auf den Kopf stellen, wenn sie nicht so dumm wäre. Wenn die sich nicht so früh festgelegt hätten. Wofür ist man denn 2 Jahre mit der Kanzlerin in der großen Koalition, wenn man nicht mal die erste Lektion lernt? Und die erste Lektion bei der Kanzlerin heißt, Festlegung ist Mist. Ja, die SPD hätte einmal sagen müssen nach der Wahl, ach ja, wir gucken mal, was so wird. Vielleicht machen wir große Koalition, vielleicht Opposition. Wir wissen es noch nicht so genau. Müssen wir mal gucken. Kommt dann auch ein bisschen drauf an. Und dann wäre die Kanzlerin jetzt angekrochen gekommen und hätte gesagt, SPD, bitte, bitte, SPD, bitte, 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 bitte. Können wir nicht GroKo? Und dann hätte Schulz sagen können, na, weiß nicht so genau, wird's schon mal gucken. Dann hätte die SPD sagen können, Moment, gut, GroKo, gerne, wir sind gerne wieder dabei. Wir haben das ja 2 Legislaturperioden schon gezeigt, dass wir das können. Wir machen gerne die GroKo unter einer Bedingung. Nur ohne Merkel. Dann hätte die CDU gesagt, danke SPD für diese einmalige historische Chance. Wir sind gern dabei. Aber SPD nur ohne Schulz. Und dann hätte die SPD gesagt, danke CDU, für diese einmalige historische Chance. Wir sind gern dabei. So schreibt man Geschichte. So erneuert man das. Aber die SPD, muss man sagen, die SPD ist im Moment so zickig, es ist furchtbar. Und selbst altgediente ehemalige Sozialdemokraten wie Gerhard Schröder warnen vor Neuwahlen. Weil klar ist, die SPD würde weit unter die 20%-Hürde fallen. Für die SPD wären Neuwahlen wirklich Suizid aus Angst vor dem Tod. Deswegen hat Gerhard Schröder schon gesagt, lasst es mit den Neuwahlen, das Boot ist voll. Noch mehr SPD-Leute kann Gazprom nicht aufnehmen. Musik von Enno Bonger. Wir sind mitten in der Weihnachtsshow, meine Damen und Herren, und ich habe mir mein persönliches Weihnachtsgeschenk schon gemacht. Ich habe neue Moderationskarten mir anfertigen lassen. Im zweiten Teil moderiere ich auch so wie er, aber ich dachte, das ist einfach schön, wenn man sich so hinsetzt und da kommt einer in den Livestream rein und denkt, ach, guck mal, den kenne ich doch und bleibt dran. Ne? Und schon haben wir Millionen Zuschauer weltweit, die darauf warten, dass ich sage, hochspannend, da will ich gleich nochmal nachhaken und es dann nicht tue. Jetzt, meine Damen und Herren, kommt mein erster Gast. Ich freue mich sehr, dass sie den Weg zu uns gefunden hat. Seit vielen Jahren wünsche ich mir, dass sie bei uns auftritt. Aber sie ist sehr viel unterwegs, sie hat sehr viel zu tun. Deshalb hat es lange gedauert, bis wir einen Termin gefunden haben. Heute ist es soweit. Eine Kollegin, die ich seit Jahren kenne, wir haben damals bei Kabarettwettbewerben zusammen mitgemacht, sind gegeneinander angetreten, miteinander angetreten und hatten sehr viel Spaß schon damals. Sie ist heute regelmäßig zu sehen als Birte Schneider in der Heute-Show und ist auf Tour mit ihrem Programm Die Diplom-Animateuse. Heute Abend in der großen Radio 1 Satire-Show, Christine Préion. Schönen guten Abend. Ich habe die letzten 13 Jahre Kabarett gemacht und bin jetzt dabei, mir ein zweites Standbein zu schaffen. Einfach, weil das mit dem Kabarett auf Dauer nichts für mich ist. Das sind ja bei mir normalerweise nicht so Abende wie hier. Also immer vor 20 Leuten in Küritz einer Knatter die Idealisten-Hampelfrau zu geben. Nee, da gehe ich jetzt erfolgsmäßig lieber mal auf Nummer sicher. Und ich habe einen Frauenroman geschrieben. Genau genommen einen frechen Frauenroman.
Und ich gehe davon aus, dass das ein Bestseller wird, einfach weil ich alle drei nötigen Zutaten dafür reingeschmissen habe. Erstens eine gehörige Portion Mittelmaß und drittens ein paar gut abgehangene Klischees. Ich möchte Ihnen gerne mal einen Auszug aus meinem Roman vorlesen. So, ist ja eine Lesung, da muss man sitzen. So. Sage ich fürs Radio. Das ist natürlich immer ein bisschen blöd bei so einem Auszug, der ist aus dem Zusammenhang gerissen, dann weiß man nicht, um wen es da geht. Man kann die ganzen komplexen Geschichten, die bis dahin gelaufen sind, nicht nachvollziehen. Damit Sie ein bisschen besser verstehen, worum es da geht und das vielleicht ein bisschen besser einordnen können, lese ich Ihnen noch das Exposé zu dem Roman vor. Lulu, Conny und Gitta sind beste Freundinnen. Sie haben nur ein Problem, Männer. So, jetzt kommt der Auszug aus dem Roman. Conny hatte es sich gerade gemütlich gemacht, da klingelte es Sturm. Oh nein, ihre Gedanken rasten hintereinander her. Ob das Mike sein wird? Bitte nicht, dachte Conny mit einer plötzlichen Mischung aus Angst und Furcht. Ich habe es mir doch gerade so gemütlich gemacht. Aber es war nicht Mike, es war Gitta. Das sah Conny, als sie mit ihrer großen Tasse Cappuccino con Leche, mit der sie es sich eigentlich gerade auf dem Sofa hatte gemütlich machen wollen, auf leisen Zehenspitzen zur Tür heranschlich und leise durch den Türspion hindurchblickte. Puh, dachte Conny mit einer Mischung aus Erleichterung und Angstlosigkeit, und öffnete die Tür. Oh Gott, ich bin so froh, dass du da bist. Ich dachte schon, du wärst nicht da. Gitta rauschte mit einer Mischung aus Schnelligkeit und Verrücktheit an Conny vorbei ins Wohnzimmer, streifte die Manolo Blahnik High Heels von ihren schmerzenden Füßen und warf sich auf das Sofa. Oh Gott, wie gemütlich, rief sie aus. Ich hatte schon Angst, dass es nicht gemütlich ist bei dir. Conny schmunzelte und musste innerlich denken, wie sehr sie ihre Freundin für ihre Spontanität bewunderte. Süße, könntest du mir einen Cortado Lungo mit Ahornsirup machen? Dafür würde ich jetzt sterben, schnurrte Gitta mit all ihrer verführerischen Power, die sie zur Verfügung hatte. Was für eine Powerfrau, dachte Conny erneut innerlich und antwortete schlagfertig, Ahornsirup ist aus, aber ich könnte dir Haselnusslikör reintun. Das wäre göttlich, rief Gitta aus und massierte sich ihre Füße, die sehr wehtaten nach dem langen Tag. Dabei fiel ihr schlagartig wie Schuppen von den Augen, dass sie noch gar nicht auf die Toilette gegangen war, obwohl sie sich das so fest vorgenommen hatte. Innerlich musste sie fast ein wenig schmunzeln über ihre liebenswerte, chaotische Verpeiltheit, für die sie von ihren Freundinnen auch liebevoll Chaos-Gitta genannt wurde. Sie überlegte, ob jetzt ein guter Zeitpunkt für die Klo-Aktion wäre, aber es sprach auch einiges dagegen. Sie hatte es sich ja auf dem Sofa schon so gemütlich gemacht. Gitta war innerlich hin- und hergerissen. Mit einer Mischung aus Entschiedenheit und Unentschiedenheit schwankte Gitta innerlich. Wie immer übertürmten sich in solchen Momenten die Ereignisse. Conny kam mit dem Haselnuss-Cortado herein und fast gleichzeitig löste sich beim Massieren der Füße etwas Nagellack von Gittas kleinem rechten Zeh. Wie immer in solchen Momenten brannte mit Gitta ihr überschäumendes Temperament und ihre quirlige Persönlichkeit durch. Ach shit, rief sie spontan aus. Conny verstand die Welt nicht mehr. Hatte sie einen Fehler verübt? Eine Träne rollte spontan über ihr Gesicht. Typisch Conny. Ihre zart beseiteten Seiten machten ihr immer wieder einen Strich durch die Rechnung und spielten mit ihrer sensiblen Persönlichkeit allzu oft emotionale Achterbahn. Aber mit einer Mischung aus Trotz und Rebellhaftigkeit dachte Conny sich innerlich, verdammt, ich wollte es mir gemütlich machen. Trotzig wischte sie sich die Träne aus dem Gesicht, wobei ihre Shiseido-Wimperntusche leicht verschmierte und ihre hübschen kornblumenblauen Augen durch den leichten Schmierfilm etwas Trotziges bekamen. Jetzt erst recht.
dachte Conny sich innerlich und hob zum Zeichen ihres frechen Selbstbewusstseins, wie um es allen zu zeigen, ihr Kinn. Ja, diesmal so als erster Ausschnitt, der Ihnen hoffentlich Lust auf mehr macht. Hier bahnt sich ja schon einiges an, was im Verlauf des Romans noch zu weiteren Turbulenzen führt. Grob umrissen geht es auf 250 Seiten um Liebe, Freundschaft und natürlich um Männer. Bis zum Happy End, Doppelhochzeit auf Ibiza, durchleben und durchleiden unsere Heldinnen den ganz normalen Wahnsinn, den jede Frau kennt. Das wöchentliche Intim-Waxing beim Mädelsabend endet im Streit, als Gitta zum Venushügel-Vergleich auffordert. Conny verliert und muss eine Runde High Heels ausgeben. Während Gitta noch mit dem netten, schwulen Schuhverkäufer über Männer lästert, kauft Conny sich geschwind ein neues Bindegewebe. Durch das Shoppen findet sie wieder zu sich selbst, was sie mit Gitta bei 1, 2, 12 Aperol Spritz feiert. Die geheimnisvollste Figur des Romans ist mit Sicherheit Lulu, die dritte Freundin. Sie befindet sich während des gesamten Romans in Amerika. Was sie dort tut, wissen Conny und Gitta nicht. Sie versuchen einige Male über das Internet mit ihr in Verbindung zu treten, was ihnen aber leider nicht gelingt, weil sie den einen Ausschalter des Computers nicht finden. So viel dazu. Wenn hier heute Abend Verlagsleute da sind, die Interesse haben. Ich habe den ganzen Koffer voller Manuskripte. Ich bleibe auch noch ein Weilchen. Ich sitze nachher an der Bar und komme gerne ins Gespräch mit Ihnen. Ja? Nach so viel feministischer Lektüre fällt mir die Überleitung zur MeToo-Kampagne überhaupt nicht schwer. Ich möchte einfach auch noch mal was dazu sagen. Ich bin ganz, ganz froh, dass diese Debatte endlich geführt wird. Endlich reden wir darüber, dass Sexismus in unserer Gesellschaft, dass es sowas tagtäglich gibt und woher der kommt. Dass sexistisches Verhalten vor allem etwas mit den Verhältnissen zu tun hat. Also jetzt nicht Verhältnisse im Sinne von Verhältnis mit dem Klavierlehrer oder so, sondern mit den patriarchalen Strukturen unserer Gesellschaft. Bei sexualisierter Gewalt geht es um Macht, klar. Und die befindet sich, auch wenn Frauen in den letzten Jahrzehnten oder in den letzten Jahrzehnten wahnsinnig viel erreicht haben, immer noch weitestgehend in der Hand der Männer. It's a man's world und das soll auch so bleiben. Oder warum werden Frauen immer noch schlechter bezahlt als Männer? Liegt das an der gottgegebenen Minderwertigkeit der Frau? Wohl kaum. Und wenn der Mann besser verdient, bleibt eben die Frau mit den Kindern zu Hause. Logo, da kann sie noch so fortschrittlich denken, gelebt wird dann doch eher Retro-Style. Und wo es Ungleichheit und Ausbeutung gibt, gedeihen Sexismus und Rassismus und Beschismus ganz wunderbar. Ja, die Unterdrückung der Frau ist doch kein feministisches Randthema, sondern eines von vielen Symptomen einer ungleichen und unfreien Gesellschaft und eines Systems, das auf dieser Unterdrückung basiert. Und weshalb deshalb alle, also alle, nicht nur Frauen, alle, die das nicht wollen, sollten das bekämpfen. Ja? Wenn sie in einer Welt leben wollen, die eher auf Kooperation und eben ohne Klassenstruktur. Hallo? Sind Sie eingeschlafen? Oh Gott, Entschuldigung, das tut mir leid. War das jetzt zu langweilig? Oh Gott, okay, es gibt aber auch richtig, richtig interessante Aspekte an dieser MeToo-Kampagne. Wussten Sie, dass diese eine Schauspielerin, diese mega geile Schauspielerin, die Dings hier, wie heißt sie denn? Na komm, dass die mal sexuell belästigt wurde? Von dem Weinstein! Ja, und die haben Sie gelesen, wie das genau passiert ist? Ich meine jetzt also wirklich genau die Details, die Hard Facts. Facts. Ne? Der war in seinem Hotelzimmer und hatte den Bademantel aufgemacht und der hat ja so ein, okay, ich sag's jetzt, ist eine Live-Show, ne? Ich sag's jetzt nicht. Also der hat ja so ein richtig
Also Wahnsinn, ne? Und die, wenn ich mir vorstelle, mal kurz überlegen, ja, die mega geile Schauspielerin, wenn ich mir die, also ohne alles, wenn die, boah, ja, ich frage mich die ganze Zeit, ob der ihre Dinger echt sind, ja? Oder was meinen Sie, ist die untenrum rasiert? Ja, ist ja echt, ist ja abartig, wenn ich mir das vorstelle, abartig, was da gelaufen ist. Und dann die andere Geschichte von der Lidl, Verkäuferin, die da von ihrem Chef begraben, nee, das ist nicht so interessant. Von dem Hund, der die Hauptrolle in dem Film nur deshalb bekommen hat, weil der mit dem in dem Hotelzimmer, boah, abartig, oder? Ja, es ist echt gut, dass wir darüber mal gesprochen haben. Ganz, ganz wichtige Debatte. Vielen Dank. Christine Préon, vielen, vielen Dank. Christine Préon, meine Damen und Herren. Christine Préon können Sie live sehen in Berlin am 10. und 11. Februar. Am 10. Februar im Zebrano-Theater in Friedrichshain und am 11. Februar in der Distel in Berlin-Mitte. Mittendrin, liebe Freunde. So, jetzt freue ich mich auf einen sehr netten Kollegen, ein Autor. Ja, jetzt kommen wir in den Bereich Hochkultur. Sie merken es, er hat keinen Frauen- und auch keinen Männerroman geschrieben. Nein, er hat dieses Buch hier geschrieben. Es heißt Gottlos glücklich. Und Sie sehen, ich bin einer von den Moderatoren, der die Bücher seiner Gäste wirklich liest. Ich habe mir Notizen gemacht. Ich werde Ihnen jetzt direkt auf diese Notizen ansprechen und ich habe sogar in das Buch in der Originalschrift des Autors reingeschrieben, meine Damen und Herren. Ist das nicht toll? Ich freue mich, dass er da ist. Er ist der deutsche Chefatheist. Er war mal Lehrer, heute macht er was Ordentliches und kritisiert die Kirche. Da haben wir gedacht, hey, Weihnachten ist das Fest der Liebe, Weihnachten ist das Fest des Christentums. Da laden wir einen ein, der sagt, fuck off, Jesus. Herzlich willkommen, Philipp Möller. Willkommen. Hallo, guten Abend. Bitte schön. Danke. Hallo. So, ich nehme an, im bayerischen Fernsehen hast du Auftrittsverbot. Hier im gottlosen RBB in Berlin, da darfst du noch kurz vor Weihnachten, oder? Ich war vor kurzem in Franken, was ja nicht Bayern ist, ganz wichtig. Richtig, haben wir über Franken aber noch nicht gesprochen, das müssen wir den Leuten erst erklären. Man hat mich nicht mit Fackeln und Mistgabeln aus dem Ort gejagt. Ganz tatsächlich? Im Gegenteil. Nein, die Leute mögen mein Thema. Das ist interessant, das haben wir gar nicht gehört. Es gibt gar keinen Gott, das haben wir nicht gewusst. Wirklich, gar nicht so. Da haben wir immer das ist zum ersten Mal, das müssen Sie uns erklären, Herr Möller. Deswegen sind die Leute geblieben, das war der Grund. Du bist selbst groß geworden in einer Familie, die durchaus, sagen wir mal, religiös vorgeprägt war. Dein Vater ist Kirchenmusiker. Das heißt, man kann sagen, eigentlich ist einfach deine Kindheit schiefgelaufen und wenn alles gut gegangen wäre, dann wärst du ein ordentlicher Christ, der auch in Köln rein darf. Ja, also ich werde natürlich oft gefragt, Herr Möller, was denn da eigentlich schiefgelaufen? Sie kommen aus so einer guten christlichen Familie. Aber ich kann natürlich immer nur dazu sagen, ich bin wie wir alle ohne den Glauben an einen bestimmten Gott geboren und er wurde mir eben nie anerzogen. Also mein Vater ist Kirchenmusiker, aber wie christlich er ist, müsste man ihn selbst fragen. Wir wurden nicht christlich erzogen und Kirche war für mich eigentlich immer nur der Ort, an dem mein Vater wunderschöne Musik auf der Orgel spielt, dabei aber ständig unterbrochen wird von einem Mann in sonderbarer Kleidung, der, wie ich später erfahren musste, keinen Sex haben darf. Grausam, also ein ganz sonderbarer Ort für mich. So geht's vielen Tanzbands auf dem Land auch. Ja? Man fängt an zu spielen und plötzlich wird man wieder unterbrochen von irgendeinem, der irgendein blödes Spiel machen will. Ja, ja. So, wir wollen mal gucken, wer ist Philipp Möller, was hat er bisher so gemacht? Wir haben einen kleinen Film über dich vorbereitet. Bitteschön. Philipp Möller, 37 Jahre alt, geboren in West-Berlin, Grundschullehrer, Autor, Atheist. Philipp wuchs als Sohn eines katholischen Kirchenmusikers und einer Lehrerin auf. Schon mit 10 Jahren beschloss er, am Religionsunterricht nicht mehr teilzunehmen, schmiss die Schule hin und wurde mit 12 Jahren Juniorprofessor für vergleichende atheistische und agnostische Studien am Opium fürs Volk-Zentrum der Karl-Marx-Universität Chemnitz. Naja, fast. Zuvor studierte Philipp Möller ganz ordentlich Pädagogik mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung. Er ist sozusagen Lehrer für Eltern, also Erzieher für Schwererziehbare. Um den Draht zur Schülerbasis zu behalten, war er dann 2 Jahre Vertretungslehrer an Berliner Grundschulen. Die Erfahrungen aus diesen 2 Jahren hat er in 3 Büchern verarbeitet. Sie tragen lyrische Titel wie »Ich geh Schulhof«, »Bin ich Freak oder was« und »Ich hab Geisterblitz«. Erkan und Stefan hätten ihre Freude daran, wenn sie noch leben würden.
Später ließ der erste männliche Pussy Riot Busse durch Deutschland fahren, die darum baten, von Gottgläubigkeit in Zukunft abzusehen. Die Religionskritik ist bis heute sein großes Thema. In diesem Jahr erschien sein neues Buch Gottlos glücklich. Eine Art Anleitung zum Unglücklichsein für Päpste und ihre Stellvertreter auf Erden. Heute Abend wird er hier zu Kreuze kriechen. In der Radio 1 Satire-Show, dem Scheiterhaufen der Ungläubigen. Herzlich willkommen, Philipp Möller. Danke. Danke, danke. Da stellt sich natürlich direkt zu Weihnachten die erzchristliche Frage, wie verdammt nochmal feiert ein ordentlicher Atheist Weihnachten? Ja, ganz normal. Ich glaube, wie die meisten von uns, mit viel Alkohol wahrscheinlich und mit guter Stimmung zum Jahresende. Was wir natürlich nicht zu Hause feiern, ist die angebliche Geburt des Herrn Jesus Christus. Die stimmt ja so gar nicht. Aber wir setzen uns natürlich am Jahresende hin und nehmen uns Zeit füreinander. Wir schenken uns Sachen, wir reflektieren das vergangene Jahr, wir schauen ins kommende und trinken einen guten Rum. Also eigentlich alles wie bei normalen Katholiken. Nur, dass die Haushälterin fehlt. nur, dass eben dieses bestimmte eine Element fehlt. Ich habe natürlich, es gibt eine schöne Geschichte aus Hamburg. In Hamburg ist ein Mann auf dem Weihnachtsmarkt, also das Fernsehteam vom NDR ist in Hamburg über den Weihnachtsmarkt gelaufen, hat die Leute gefragt, sagen sie, warum feiern wir denn eigentlich Weihnachten? Ja, jetzt sagen die, oh, Weihnachten, warte mal, das war irgendwas mit Jesus. Ist er da jetzt geboren oder ist er da gestorben? Und die Antworten sind meistens ganz gut, aber ein Typ sagt, Weihnachten, fragen Sie mich nicht, ich komme nicht aus Hamburg. Das muss man erst mal drauf haben, ja? Die Leute wissen tatsächlich ziemlich wenig über Weihnachten. Jetzt kommt natürlich gerne der erhobene Zeigefinger-Christ und sagt, die Leute heutzutage wissen ja gar nicht mehr, warum wir Weihnachten feiern. Ja? Also ich habe natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, habe das recherchiert und bin bei der Recherche nach Weihnachten auf einen Mann namens Mithras gestoßen. Mithras war ein persischer Sonnengott, der später ins Römische Reich übernommen wurde, der Gott der Gerechtigkeit war, aber auch der Gott des Lichtes. Deswegen wurde er immer mit einem Heiligenschein abgebildet. Man hat ihn gefeiert an seinem Namenstag, dem Sonntag. Wer in seine Glaubensgemeinschaft eintreten wollte, musste sich untertauchen lassen. Das wichtigste Symbol der Mithräer war das Kreuz. Und den mächtigsten ihrer Priester nannten sie Papa. Zufällig hat sich Mithras kurz vor seinem Tod noch mal mit seinen 12 besten Kumpels zusammengesetzt und richtig auf den Putz gehauen. Und nach seinem Tod ist er dann, oh Wunder, wieder auferstanden. Also da fragt man sich doch, wer sich heute hinstellt und sagt, wir feiern hier die Geburt des Herrn Jesus Christus. Dem muss man sagen, Jesus Christus, so leid mir das tut, ist nichts als eine billige Raubkopie. Und damit ist er eigentlich im digitalen Zeitalter sehr gut aufgehoben. Ja, die Bibel, die ältesten Fake News der Welt. Ja, genau, ja, eben. Nun ist ja der entscheidende Punkt an Weihnachten auch, man sitzt zusammen mit der Familie, aber auch Geschenke. Und viele, viele kulturkritische und kulturpessimistische Zeitgenossen sagen, ja, das ist ja nur noch Konsum, Black Friday, Cyber Monday, Fuck You Dienstag und was es alles gibt. Jeden Tag irgendeine blödsinnige Rabattaktion schon Ende November. Und ganz ehrlich, jeden, der in diesem Jahr irgendeinen Weihnachtsmann, der den Balkon hochklettert, raushängt, dem werde ich persönlich diesen Weihnachtsmann einfach abknallen, weil es so abgrundtief scheiße ist. Ich mache mit. Oder? Und da werde ich jetzt selber zum Kulturpessimisten. Was soll das? Warum findet man ab Ende August irgendwelche Weihnachtsmänner, wahrscheinlich irgendwelche umgeschmolzenen Osterhasen in irgendwelchen Geschäften? Es ist doch wirklich nur Konsum, oder? Man fragt sich ja fast, ob die zwei großen Jesus-Konzerne unseres Landes, die katholische und die evangelische Kirche, nicht vielleicht sogar einen Deal gemacht haben. Denn tatsächlich wird ja ein Großteil des Einzelhandelumsatzes zu Weihnachten gemacht. Das heißt, es ist ein absolutes Konsumfest. Und gleichzeitig ist es natürlich auch die große Stunde der Fitnessstudio-Christen, die also das ganze Jahr lang Mitgliedsbeiträge bezahlen, aber nur einmal im Jahr in die Kirche gehen. Ja, das ist wie in einem Fitnessstudio. Man nennt sie auch U-Boot-Christen, die tauchen nur einmal im Jahr auf. Und die kommen hin und sagen, große Weihnachten und wir wissen, die Christentum und die Moral erfunden und so weiter. Wir haben 364 Tage am Jahr nichts damit zu tun, ja, aber einmal im Jahr, Ich war jetzt gerade, wie gesagt, wo war ich? Ich glaube, in der Nähe von Nürnberg, eine riesige Kirche. Sagt mir einer, ja, die Kirche ist das ganze Jahr leer. Außer zu Weihnachten, da müssen 5 Messen gefeiert werden. Aber das ganze Jahr kommt eigentlich kein Mensch. Aber man zahlt das ganze Jahr über, ne? Und damit finanziert man die Institution wenigstens. Oder reicht dir das nicht als Ausweis der Mitgliedschaft?
Naja, sagen wir mal so, also wir kommen jetzt sozusagen zum finanziellen Teil des Abends. Das ist nicht ganz leicht, aber in der Tat ist es ja so, dass der Einzug der Kirchensteuer, der von den Finanzämtern organisiert wird, ein riesiger buchhalterischer Aufwand ist. Und wir haben mal ausgerechnet, dass das ungefähr 1,8 Milliarden Euro kostet. Die Kirche zahlt dafür 300 Millionen Euro, bleibt eine Differenz von 1,5 Milliarden Euro, die wir alle als Steuerzahler dafür berappen, dass die Kirche ihre Mitgliedsbeiträge durch das Finanzamt einziehen, dass das also der Staat quasi die Inkassogesellschaft für zwei Religionsgesellschaften spielt. Und das halte ich für falsch. Aber wie ist es bei... Ja. Wie ist es dann bei Caritas und Diakonie? Wie sind die finanziert? Ist das wenigstens eine rein kirchliche Angelegenheit? Ja gut, also Caritas und Diakonie, die großen wohltätigen Verbände der katholischen evangelischen Kirche, kosten im Jahr etwa 42 Milliarden Euro. Und es wird von Kirchenvertretern gern behauptet, wir sind die Stütze der Gesellschaft und ohne uns würden bestimmte Teile der Gesellschaft, ich erinnere Sie an Caritas und Diakonie, Herr Möller, nicht wahr? Ja, 1,8% von Caritas und Diakonie werden von der Kirche bezahlt, 98,2% kommen aus öffentlichen Geldern. Das heißt, die betreiben nicht nur Weltanschauungsbetrug, sondern sie betreiben letztlich auch ganz klaren Etikettenschwindel. Aber das weitere Problem bei Caritas und Diakonie ist, dass die eigene Arbeitsgesetze haben. Wenn man sich nämlich das Allgemeine Gleichstellungsgesetz und das Betriebsverfassungsgesetz durchliest, dann steht da drin, diese Gesetze gelten für kirchliche Einrichtungen nicht. Entsprechend dürfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht streiken, es gibt keine Tarifverhandlungen, sie haben keinen Betriebsrat und Juden, Atheisten, Muslime, Homosexuelle können von Anfang an diskriminiert bzw. fristlos entlassen werden. Und das ist ein weiterer Punkt, wo ich sage, Leute, willkommen im 21. Jahrhundert, das geht überhaupt nicht. Ja. Also... Da sind die Arbeitsbedingungen bei Amazon ja geradezu luxuriös dagegen, wenn ich das so höre, oder? Aber da darfst du wenigstens schwul sein. Ja, genau, du darfst schwul sein. Ich habe letztens gehört, letztens hat mir einer erzählt, er arbeitet für die Kirche und er möchte gerne in eine WG ziehen, weil die Wohnungen so teuer sind. Ja. Jetzt sagt die Kirche aber, Moment, wer wohnt denn da noch? Er sagt, ja, unter anderem eine Frau. Dann sagt die Kirche, nee, tut mir leid, dann können Sie da nicht einziehen. Und dann sagt er zu mir, aber ich bin eigentlich schwul. Dann sag ich, dann sagt es denen doch. Und dann würde er auch rausfliegen. Also geht einfach vorne und hinten nicht. Ja. Ich bin ja prinzipiell völlig deiner Auffassung. Und was ich mich immer wieder frage, ist, warum eigentlich gibt es noch Religionsunterricht an Schulen? Warum? Ich zum Beispiel bin in der 7. Klasse, war in Baden-Württemberg in der Schule. Bei erster Gelegenheit bin ich in den Ethikunterricht gewechselt. Und ich fand den Blick, den wir im Ethikunterricht auf ethische Fragen, auf philosophische Fragen, auch auf Religionsfragen hatten und Fragen der Religion, das hielt ich immer für den richtigen Zugang. Ich persönlich wäre ja für verpflichtenden Ethikunterricht und fakultativ, wenn man will, kann man Religionsunterricht, katholischen, evangelischen wählen, aber prinzipiell Ethik, Überblick über alle Weltreligionen, das Wichtigste, was man heute machen kann, oder? Also, aber lass mich mit Markus Lanz fragen. Ja, bitte, komm her. Ich wollte gerade antworten, aber Markus, was gibt's? An dich als Experten, warum ist es nicht so? Nun, also, jetzt hast du mich total durcheinander gebracht. Schönen Dank. Also, wir müssen zusehen. Das ist mein Job. Wir müssen unterscheiden, beim Religionsunterricht gibt es eine große Fehleinschätzung. Wenn von Religionsunterricht gesprochen wird, dann sagen die meisten Leute, aber Herr Müller, der Religionsunterricht ist doch dafür da, die Kinder über Religion aufzuklären. Das ist also genau das, was du sagst. Was du nämlich formuliert hast, ist das Berliner Modell. Es gibt einen Ethikunterricht ab Klasse 7 und zusätzlich gibt es die Möglichkeit, freiwillig, in Anführungsstrichen, wenn die Eltern das wollen oder nicht, an einem Religionsunterricht teilzunehmen, der zwar in den Räumlichkeiten der Schulen stattfindet, aber ausschließlich inhaltlich von den Kirchen gestaltet wird. So, in anderen Ländern ist Religionsunterricht ein normaler Unterricht und da kann man Noten erwerben, mit denen man sich auch in die nächste Klasse versetzen kann. Man kann also auch mit nicht nur mit Erkenntnissen, sondern auch mit Bekenntnissen schulische Leistungen erzielen. So, und jetzt sagen die Leute, die Vertreter des Religionsunterrichts, nee, Herr Möller, Sie haben das ja falsch verstanden. Wir klären die Kinder im Unterricht über Religion auf. Ja, Moment, das Bundesverfassungsgericht sagt, der konfessionelle Religionsunterricht hat das Ziel, die jeweiligen Glaubensinhalte der Bekenntnis der Bezugsreligion als unumstößliche Wahrheit darzustellen. Das wird im Religionsunterricht
Religionsunterricht gemacht. Mal mehr, mal weniger. Je nach Lehrer. Mal abgesehen davon, dass das 4 Milliarden Euro im Jahr kostet, die wir natürlich auch aus Steuergeldern zahlen, muss man doch sagen, Schule ist doch ein Ort der Aufklärung, nicht der Verklärung. Wir müssen doch Schulen dafür nutzen, die Kinder zu immunisieren, quasi zu impfen gegen den Unsinn, der draußen auf sie wartet. Anstattdessen machen wir den Katholiken und Protestanten die Tür auf und sagt, bitte bringt unseren Kindern schon mit 6 Jahren bei, dass das alles genau so war. Das ist absoluter Schwachsinn. Ich würde gerne zum Abschluss noch auf ein Thema kommen, was mich in letzter Zeit selbst sehr beschäftigt hat, nämlich das Thema Ersatzreligion. Also es gibt einen schönen Satz des Philosophen Peter Sloterdijk, der mal gesagt hat, auf Dauer hält der Mensch es offenbar nicht aus, ganz ohne Religion und Glauben. Er hält es nicht aus, im Bewusstsein zu leben, dass er in einem Zug ohne Lokomotivführer sitzt. So, jetzt frage ich dich, ist es nicht viel eher so, dass eine auf der einen Seite eine komische Revitalisierung der Religionen stattfindet, also von beiden Seiten, also sowohl auf der islamischen, nicht nur auf der islamistischen, sondern auf der muslimischen Seite, aber auch auf der christlichen. Wie viele Hochzeiten habe ich in den letzten Jahren erlebt von 25- oder 30-Jährigen, die vollkommen selbstverständlich kirchlich heiraten? Das wird auch nicht mehr diskutiert oder in Frage gestellt. Das ist doch klar, natürlich, wenn man heiratet, dann kirchlich, das gehört dazu. So, ist das eine ist diese Revitalisierung der Religionen und auf der anderen Seite haben wir nicht sozusagen säkularisierte Ersatzreligionen geschaffen? Ist nicht der Gesundheits- und Körperkult nichts anderes als eine Ersatzreligion? Naja, also ich meine, wenn man den Begriff Religion definiert, muss man sagen, der beinhaltet ja in der Regel einen Gott und es geht auch um irrationale Glaubensüberzeugungen. Jetzt könnte man beim Gesundheitsding natürlich sagen, ja klar, das ist genauso irrational, aber wenn jemand sich gesund ernährt, dann ist das ja erstmal eine andere Sache, als wenn er sagt, ich gehe auf die Knie und bete an einen Gott, damit ich später eben nicht in der Hölle oder im Himmel lande. Ja, das ist nicht ganz vergleichbar meines Erachtens. Aber ich meine, ich habe ja mit meinen Schülern auch lustige Erlebnisse gehabt. Die Schüler kamen zu mir und sagen, Abo, Herr Müller, zisch, guck mal, wir haben gehört, du glaubst nicht bei Gott, Abo, bist du verrückt? Ja, ich schwöre Allah, er wartet auf dich in Hölle, er hasst dich und so weiter. Ich hab Zweitklässlerinnen erlebt, die vor mir standen und sagten, Herr Müller, hast du keine Angst vor dem Teufel, der in der Hölle auf dich wartet, wenn du nicht an Gott glaubst? Ich habe die wildesten Dinge im Zusammenhang mit Religion bei den Kids erlebt, aber natürlich habe ich auch erlebt, wie die dem Konsum hinterherrennen. Und da denke ich doch, dass wir als Lehrer zwei Dinge tun können. Wir können den Kindern einerseits klar machen, dass es Religionsfreiheit gibt, dass jeder glauben kann, was er will, egal was die Eltern glauben. Wir können sie aber auch ein Stück weit immunisieren gegen den Kaufrausch, gegen den ganzen Bullshit von Cyber Monday bis Fuck You Tuesday, der auch mir total auf den Keks geht, ohne Frage. Und vor allen Dingen können wir ihnen klar machen, dass ein Fernseher, der 1100 Euro kostet, jetzt 600, wahrscheinlich überall woanders auch 600 Euro kostet und die Kinder am Ende nur verarscht werden. Und deswegen ist mein Credo, lasst euch nicht verarschen, denkt selber und überprüft die Sachen. Sehr gut. Philipp. Ah, jetzt kommt das Rätsel, ne? Ja. Wir haben noch ein kleines Spiel für dich vorbereitet. wir haben es schon erwähnt, du bist der Sohn eines Kirchenmusikers und dich verbindet einiges mit Enno Bunger, denn Enno ist Organist. Wie ist deine Vergangenheit mit der Kirche? Ist so, in Ostfriesland musst du für alles, wo du Pedale bedienen kannst, musst du einen Führerschein machen. Deswegen habe ich einen Orgelführerschein gemacht, D-Prüfung. Und habe eine Zeit lang in der Kirche gearbeitet als Organist. Ja. So, euch beide verbindet viel, deswegen machen wir jetzt ein Spiel. Es heißt Gott oder Pop. Das heißt, Enno wird Songs spielen. Und entweder Text oder Musik ist aus einem kirchlichen Lied. Und das andere ist Teil eines Popsongs. Du solltest sowohl das Kirchenlied erkennen, auch... den Popsong. Ja, also du hörst den Text, der nicht zur Musik passt. Musik ist zum Beispiel irgendein christliches Kirchenlied und der Text ist von einem Popmusiker und du musst jeweils tippen, was ist Text, was ist Musik. Nicht ganz einfach, aber okay, für den verstanden. Sohn eines Kirchenmusikers eine Herausforderung, die wir für zumutbar halten. Sie helfen mir gleich. Ja. Dir hilft gar keiner. Hier ist eine vierte Wand. Die Menschen sind gar nicht da, mein lieber Freund. Das ist doch der Tonfall, den ihr Lehrer versteht, oder? Freundchen. Die helfen dir nicht. Wir sprechen uns danach, unter vier Augen. Nach der Stunde. Enno, Song Nummer 1, bitteschön. Gott oder Pop? Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer.
Nicht mit vielen wirst du dir einig sein, doch dieses Leben bietet so viel mehr. Manche segnen dich, setz dein Segel nicht, wenn der Wind das Meer aufbraust. Hast du gehört? Sehr schön gesungen. Ich hätte keine Chance. Aber also du, hast du gehört, wie er so ganz stolz schon nach zwei Sätzen, ich weiß es. Lehrerkind. Bitte, ja. Das Schlimme ist, bin ich nur Lehrerkind, ich bin geplanter Thronfolger einer gesamten Lehrerdynastie. Und dann auch noch Atheist mit doppelt Klugscheißer. Los. Also, das war auf jeden Fall sakrale Musik, Kirchenmusik. Mhm. Und der Text ist irgendein Popsong, den ich nicht kenne, weil ich keine Popsong. Ach so, Musik ich dachte, höre. Du weißt es. Naja, hör mal, ich weiß, dass es kein Kirchensong ist. Aber weiß ich da. Ach so, aber erst groß raus. Ich weiß es. Also, der Popsong weiß ich nicht, aber es ist was Sakrales. Ich weiß es. 100 Punkte, oder? Vielen Dank. So etwa. Dann habe ich vielleicht das Quiz falsch verstanden. Ich konnte auf jeden Fall auseinanderhalten, dass es Kirchenmusik ist mit Popgesang. Ja, schon. Aber ich höre einfach zu wenig 104.6 RTL, um das. Es tut mir leid. Das finden wir hier bei Radio 1 extrem scheiße, mein lieber Freund. So, das heißt, du weißt es nicht, aber dafür hörst du RS2 und so ein Quatsch. Spreeradio. Radio Paradiso. Ja. Und so. Ich singe immer ganz laut mit dabei beim Auto. Nicht ablenken, ja, hallo. Text ist von Xavier Naidoo. Oh, oh, oh. Und zwar okay. Dieser Weg. Dieser Weg. Ja. Und, Musik. Wenn man sich den Text nochmal ansieht, dann lernt man auch, er singt am Ende, also setz dein Segel nicht, wenn der Wind das Meer aufbraust. Ich lerne daraus, Xavier Naidoo segelt am liebsten ohne Wind. Ja. Das heißt, er treibt ab. Hätte man nicht gedacht. Ich dachte, er wäre ein Abtreibungsgegner eigentlich. Ja. Ja. Lied war Evangelisches Gesangbuch Nummer 331. Ja, großer Gott, wir loben dich. Ja, ja. Hat er gesagt. Ich habe es ziemlich genau gehört, wie er ist. Ist Evergreen. Ist ein absoluter Evergreen. Ist ein Evergreen. Ja, ja, ja. Ja. Kann man immer bringen. Gott oder Pop Nummer 2. Bitteschön. Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur damit du Liebe empfängst. Tief durch die Nacht und das dichteste Geäst, damit du keine Ängste mehr kennst. Philipp? Also das ist jetzt wirklich nicht schwer. Hey, hör mich, ich habe keine Ahnung von Popmusik. Es tut mir total leid, aber es ist wieder ein Pop. Also es ist wieder ein Pop-Text. Es ist wieder ein Pop-Text. Richtig, oh, das und hast du schon. Sakrale Musik. So viel weiß ich, aber ich bin Popmusik wirklich nicht besonders gebildet. Aber welches Kirchenlied? Komm, wir fragen das Publikum. Bitte? Macht hoch die Tür! Ja? Macht hoch die Tür und die Mädels, die nachher nee, nach Hause gehen wollen, haben gesagt. Sie, aber mir ist gerade eingefallen, es ist Xavier Naidoo. Wieder. Falsch! Es sind die Söhne Mannheims! Und wenn ein Aber deswegen kenne ich es nicht. Ja, natürlich nicht. Ah. Aber du kannst nicht mehr die Söhne Mannheims von Xavier Naidoo unterscheiden. Das hat nur wirklich nichts miteinander zu tun. Mann, ey! Warum haben wir dich eingeladen, wenn das so läuft? Für ein anderes Thema. Ja, los, Nummer 3. Komm. Jetzt mal andersrum. Wart's ab. Kennt das alle, oder? Danke für diesen guten Morgen. Danke für jeden neuen Tag. Danke, dass ich all meine Sorgen auf dich werfen mag. Danke für alle guten Freunde. Danke, oh Herr, für jedermann. Danke, wenn auch den größten Feinde ich verzeihen kann. Und alle! Danke für meine Arbeitsstelle. Danke für jedes kleine Glück. Danke für alles frohe, helle und für die Musik. Also ich sehe, einer Karriere als freikirchlicher Musiker steht wenig im Weg. Meine Damen und Herren, freuen Sie sich auf das neue Album von Enno Bunga. Kirchenlieder meets Xavier Naidoo neu interpretiert. Also den Text kannte ich diesmal. Und zwar, das ist natürlich der Song Danke für diesen guten Morgen, der größte Hit von Xavier Naidoo.
Danke. Und aus dem Reichsbürger-Gedichtband. Ja, den hat er selbst erfasst, oder? Kam aus dem Gesangsbuch der Reichsbürger, oh, ich kenne nichts. Das ist da, glaube ich, eins der Hauptlieder, was dort gerne gesungen wird, bevor man auf einen Polizisten schießt. So! Aber der Song war jetzt schon, manche fassen das als Blasphemie auf. Das ist uns nur recht. Ja. Okay. Beschwerden, meine Damen und Herren, Beschwerden bitte direkt an den Rundfunk Berlin-Brandenburg, an den Intendanten Florian Schröder. Ja? Einfach hier hinschicken, Rundfunkrat vergessen. Wenn Sie das Gefühl haben, wir haben Sie beleidigt in Ihrem Glauben, in Ihren Gefühlen, in Ihren Glaubensgefühlen. Das war die Absicht der letzten 20 Minuten. Vielen Dank, Philipp Möller. Danke fürs Kommen. Alles danke Gute. Dir. Danke dir. Philipp Möller, danke meine schön. Damen und Herren. Mein nächster Gast ist ein Mann, der sich selbst als King of Understatement bezeichnet und das vollkommen zu Recht. Er ist ein großartiger Kabarettist. Er ist auch auf Twitter unterwegs und ich kann Ihnen nur empfehlen, wenn Sie auf Twitter sind, folgen Sie ihm. Er ist wirklich sehr, sehr lustig, sehr viele Postings und macht sich wirklich Gedanken. Ich habe jeden Tag viel Spaß, wenn er wieder postet. Folgen Sie diesem Mann und gehen Sie in seine Shows. Friedemann Weise! Naja, richtiger Applaus war das jetzt nicht, ne? Aber ist okay, Hauptsache Sie bleiben alle gesund während der Show. Das mag ich gar nicht, wenn hier Leute, aber alles Gute auch nochmal von meiner Seite an Sie alle. War schon immer mein Traum, einmal hier im Tippi am Kanzleramt zu spielen. Ich habe mit 15 Jahren schon hier an der Tür gerüttelt, ich will hier unbedingt rein. War ein Gerhard Schröderwitz. Sind Sie zu alt für, meine Damen? Der hat das nebenan gemacht, aber das war in Bonn damals noch, glaube ich. Viele alte Leute hier finde ich sehr gut. Wir können besser relaten, okay? Kennt ihr das? Tu nicht, du doch nicht. Du musst aber auch gleich mal nach Hause, ne? Wie viel Uhr ist denn jetzt? Ach, es ist so alt wie die anderen. Dann war es peinlich jetzt. Von hier oben müsst ihr wissen, von hier oben kann man gar nichts erkennen. Ich habe nur gesehen, dass du ein bisschen vielleicht kleiner bist als die da hinten, die ich überhaupt nicht sehe. Das ist für uns hier alles nur eine schwarze Masse. Deshalb mache ich das auch hier, weil ich mag Menschen an sich nicht so gerne. Ist mir egal, ob Moslem, Hindu oder Baduist. Hauptsache nichts mit denen zu tun, mit Menschen. Aber hier auf der Bühne sehr nette Menschen. Kennt ihr das, wo ihr so alt seid, wenn ihr in so einen Raum geht und euch fragt, Alter, was wollte ich nochmal hier? Kennt ihr? Du kennst das, ne? So fühlt sich mein ganzes Leben an. Kennst du, darf ich Sie duzen? Nee. Okay, kennen Sie das, wenn Sie... Kennen Sie das, wenn Sie aus dem Haus gehen und sich fragen, habe ich Bügeleisen ausgemacht? Wusste ich, Sie sind so eine, ne? Habe ich Herd ausgemacht? Bei mir ist das auch total schlimm. Jedes Mal, wenn ich aus dem Haus gehe, frage ich mich, ob ich mein Studium abgeschlossen habe. Bildungsbürger-Humor hier am Kanzleramt. So, was kommt als nächstes? Ach, sind gar nicht meine Texte, die da kleben. Muss ich wieder was Eigenes machen? Ja, ich bin noch ein bisschen durch den Wind. Ich habe, das war eigentlich kein geplanter Lacher, aber ich bin wirklich durch den Wind, freue mich, dass Sie so gut drauf sind, weil ich war noch, um 16 Uhr war ich noch, musste ich meine kleine Tochter ins Krankenhaus bringen. Naja, nichts Schlimmes, keine Angst, wir haben nur für heute Abend keinen Babysitter gefunden. Hey, war nur Spaß. Wir haben gar keinen gesucht. Ja, aber es stimmt wirklich, ich bin vor 4 Wochen Vater geworden. Dankeschön, ja. Sie klatschen für ungeschützten Sex, außer der Mann mit den Tattoos in der ersten... Ist nicht wirklich, 4 Wochen ist nur, steht in meinem Text, so ist schon 2 Jahre her. Aber ich komme, seitdem ich das Kind habe, komme ich nicht dazu, die Texte zu aktualisieren. Ist ja wirklich, nee, stimmt, aber das meiste, was ich hier erzähle, ist gelogen, aber das stimmt wirklich, hab wirklich ein Kind, meine Freundin wollte unbedingt einen Hund eigentlich, genau, Hund, und ich hab aber gesagt, lass erst mal gucken, ob wir es hinkriegen mit der ganzen Verantwortung und so. Ja, Sie lachen, aber... Ist das so, bei Kind musst du nachts aufstehen, ne? Beim Hund musst du nachts rausgehen. Yes. Wir wollen jetzt doch keinen Hund mehr.
Freunde von mir haben auch jetzt ein Kind. Und die sind, am Anfang sehen die sich alle so ähnlich. Alles okay? Gut. Na, die sind hier so, wie, ich weiß nicht, hier wohnen die, glaube ich, in Prenzlberg oder so, so Übereltern, Helikoptereltern, die wollten von Anfang an alles richtig machen, kennt ihr, so wie du, ne, so, genau. Alles hier, alle Studien direkt während der Zeugung schon angefangen zu lesen über, gibt's ja schöne Studien, werdet ihr kennen, die berühmteste Studie, wenn man mit Kind im Bauch der Mutter wohlgemerkt, mit Kopfhörern so klassische Musik zuführt, gibt's eine sehr hohe Chance, dass das Kind hochbegabt wird, so wie, ich habe nicht jeden Abend Glück, dass ich ein Beispiel finde, also wie du. Weiß ich nicht. Ist egal, aber ihr kennt ja Hochbegabte, sind ja unweit von hier. Im Zentrum der Macht nicht, meine Damen und Herren. Und politische Spitze gegen links, meine Damen und Herren, aber auch gegen rechts. So, wo war ich stehen geblieben? Die haben hier diese Studie mit klassischer Musik, haben die gemacht, einen 900-Euro Kopfhörer von Bang & Olufsen, 8 Stunden am Tag draufgehalten, wirklich alles richtig gemacht, bis auf, die haben Mozart genommen, ne? Und wie Sie Bildungsbürger hier wissen werden, die Studie war mit Beethoven, ne? Ja, Mozart war die Studie, wo die Kühe mehr Milch geben. Jetzt, yeah. Jetzt sitzt der kleine Spinner immer im Garten und frisst Gras. Und die Frau... Unglaublich, aber ich mache auch für den Fall... Ich hole mal eben Gitarre, sage ich fürs Radio. Ich gehe mal eben ganz rüber auf die andere Seite von der Bühne. 12 Meter hole ich eben Gitarre, ich bin gleich wieder da. So, oh, das ging aber schnell. Ungeschnitten, Applaus, ne? Wow. Waren sogar 12 Seemeter. Das sind 40 Meter. Ist ja von alten Bühnenmeilen so. Die haben mir versprochen, dass ich hier einen Countdown auf der Bühne habe. Aber die Uhr bleibt stehen. Von daher, ich habe Zeit heute. Wenn einer mal guckt, ich weiß jetzt echt nicht mehr. Was ich eigentlich sagen wollte, ich mache jetzt auch so Ratgeber-Songs für junge Eltern, die es alles besser machen wollen. Es gibt einen sehr berühmten Ratgeber, ist schon ein paar Jahre alt, das Buch, das heißt, jedes Kind kann schlafen lernen. Kennen Sie jedes? Sehr erfolgreiches Buch. Applaus für umstrittene Literatur. Das traut man sich auch nur hier, wo einen keiner sieht, nachher im Fernsehen. Ne? Umstrittenes Buch und ich weiß gar nicht, aber ist mega oft verkauft worden für 1000 Sprachen übersetzt worden, häufiger verkauft worden als der Koran. Ja, wirklich. Der wird ja immer verschenkt in der Fußgängerzone. Selber schuld. Damit kommt man nicht in die Bestlerlisten. So, aber Ratgeber-Song wollte ich. Mein Song heißt natürlich nicht genauso wie das Buch, sondern ein bisschen lustiger. Bei mir heißt es, jedes Kind kann schreien lernen. Jedes Kind kann schreien lernen, das ist gar nicht so hart. Du musst nur den Brei erwärmen auf 180 Grad. Jedes Kind kann schreien lernen, noch leichter als du glaubst, wenn du sein Lieblingskuscheltier an die Decke schraubst. Jedes Kind kann schreien lernen, dazu braucht es kein Glück. Fahr mit ihm nach Serbien und dann allein zurück. Fahr mit ihm nach Serbien und dann allein zurück. Dibidip tap, dibidi dai. Oh Baby Brei, dibidip tap, dibidi du. Oh Baby Blue. Jedes Kind kann schreien lernen, sogar mit einem Lied. Leg Helene Fischer auf und stell es auf Repeat. Jedes Kind kann schreien lernen, das soll dich gar nicht stören. Zieh den Stecker aus dem Babyphone, dann musst du es nicht hören. Jedes Kind kann schreien lernen, ich sag's dir ganz konkret. Leg es auf den Wickeltisch und geh den Jakobsweg. Ja, leg es auf den Wickeltisch und geh den Langobsweg. Dibidi-tap, dibidi-dai. Oh, Baby Brei, dibidi-tap, dibidi-du. Oh, Baby Blue. Jedes Kind kann schreien lernen, ja, sogar auch deins. Versprich ihm ein Überraschungsei. Die Überraschung gibt ihm keins. Vielen Dank. Das nächste Lied ist eine Zeitreise. Ich gehe mal davon aus, dass ich... Dankeschön. Oh, mit Applaus. Dafür freue ich mich und will mich bedanken. Sehr schön. Sehr schön. Yeah.
Ich noch ein Songchen, 2 Minuten haben wir noch, oder? Mache ich noch meinen größten Hit ever aus dem Jahre, ich weiß gar nicht mehr, es ist eine Zeitreise, kennt ihr vielleicht noch nicht, deswegen spiele ich es für euch. Wir bewegen uns dekadenweise rückwärts, du kannst gleich googeln, was das bedeutet. Wir fangen in den Nullerjahren an und bewegen uns backwards in time, jetzt in eine Zeit, als noch nicht mal da hier das Zelt stand. Nullerjahre fangen wir an, habe ich schon gesagt. Okay, man weiß ja nie bei euch, ne? Sage ich lieber zweimal. Nullerjahre warst du noch gar nicht geboren. So. Weißt du noch? Weißt du noch? So ist schöner der Ton, ne? Der andere hatte auch was, aber nichts Gutes. Weißt du noch in den Nullerjahren, bevor die ersten Smartphones kamen, wir mussten uns per SMS verabreden. Da gab's noch kein WhatsApp, ne? Aber ging auch irgendwie, oder? Weißt du noch in den 90ern, Buffalos, die scheußlich waren? Weißt du noch in den 80ern, Samantha Fox? Nein, Tschernobyl, Atomalarm. Weißt du noch in den 70ern, als Ottos Witze noch witzig waren? Weißt du noch in den 60ern, wir waren alle geschlechtskrank? Weißt du noch in den 50ern, Petticoats und Strümpfe an? Weißt du noch in den 40ern, als Opa, weißt du noch in den 30ern, auch nicht? Weißt du noch in den 20ern, als alle schalsten, tanzten man? Weißt du noch davor, die allererste Eisenbahn? Machen wir uns nichts vor, ich denke nicht, dass die pünktlich kam. Weißt du noch Napoleon, weißt du noch Kolumbus? Der ist immerhin schuld daran, dass man um die ganze Erde rum muss. Und Jesus von Nazareth, Gott war der am Ende fett. Ach nee, das war ja Elvis, was ja fast dasselbe ist. Bronze, Silber, Eisenzeit, kein Florian Silbereisen weit und breit. Ach ja, das Miozän hätte ich fast vergessen zu erwähnen. Jura und die Kreidezeit, Kinder, das war meine Zeit. Und weißt du noch, der Urknall? Boah, was war der laut? Wir hatten ja noch nichts für in die Ohren, aber wir hatten ja auch noch keine Ohren. Und vor dem Urknall, das war auch eine sehr, sehr interessante Zeit. Wobei Zeit der falsche Begriff ist, weil es ja eher nichts ist. Es gab noch keine Zeit und wir hatten keinen Raum. Der Mietspiegel damals, schwer zu durchschauen. Und die Moral von der Geschichte, falls du dich das gerade fragst. La 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 la. Sing along now. La 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 la. Lauter. La 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 la. Was macht ihr da? Ich hab gesagt, ihr sollt mitsingen und ihr fangt an zu klatschen. So haben wir nicht gewettet, meine Freunde. Aber ist auch okay, ich fand euch trotzdem gut. Tschüss. Dankeschön. Friedemann Weise. Ich danke dir. Vielen Dank. Friedemann Weise, meine Damen und Herren. Natürlich. Friedemann Weise. 15 Minuten Pause. Dann Nico Sensroth, Albrecht von Lucke und Christine Henkel. 15 Minuten, bis gleich. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Willkommen zurück zum zweiten Teil der großen Radio 1 Satire-Show Ausgabe Dezember. Und ich darf zurückgreifend auf den ersten Teil der Show vermelden, der Dame, die zusammengebrochen ist, geht es sehr gut. Sie wird jetzt behandelt und ist auf dem Wege der Besserung und kommt dann in eine der nächsten Shows wieder zu uns, wenn wir sie dann hierhin einladen mit allen ihren Freunden, die sie mitbringen will. Und also fast, sage ich jetzt mal so. So, und jetzt kommt das Wesentliche. Ich habe im ersten Teil der Show gelästert darüber, dass im Dezember hier immer die Weihnachtsfeiern sitzen und dass wir hier schon heute Morgen um 5 aufbauen mussten, dass das Publikum im Grunde Strulle ist, nichts versteht und eigentlich nur feiern will. Und jetzt erfahre ich, der Grund, warum es der Dame, die zusammengebrochen ist, so gut geht, ist, es waren 2 Weihnachtsfeiern von Ärztegruppen hier, die sich allesamt gleichzeitig um die Dame bemüht haben. Wobei man dann natürlich sagen muss, wenn so viele Ärzte sich um eine Person bemühen, ist das schon wieder ein schlechtes Zeichen. Ja. Das kann natürlich auch daneben gehen. Stell dir vor, da ist so ein Chirurg und dann noch ein HNO-Arzt. Nein, das ist die Nase. Nein, das ist die Leber. Nein, da kommt noch der Dermatologe. Nee, die hat wahrscheinlich einen Leberfleck und so.
das ist natürlich auch Risiko. Aber ich danke an dieser Stelle, dass zwei Ärztegruppen hier waren. Wahrscheinlich Ärztegruppen, was ist das? Seid ihr Ärztevertreter? Nicht Montgomery, nein, ihr seid gute Ärzte, oder? Ihr seid gute, nicht auf der Seite von Herrn Montgomery, sondern ihr seid auf der guten Seite. Das heißt... Ich glaube, die Frau war einfach privat versichert. Ja. Wahrscheinlich, sonst hätte man gesagt, na, wahrscheinlich hat einer gesagt, na, privat versichert, okay, alles da. Und schon waren alle da. Ne? Und jetzt zoffen die sich bei der Abrechnung. Ne? Und zwar sowas von. So, meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zurück zur großen Weltpolitik. Und zwar, haben Sie es vielleicht mitbekommen, Donald Trump hat die Steuerreform in den USA durchgedrückt. Er hat tatsächlich, jetzt seit einem Jahr, hat er tatsächlich etwas geschafft. Also er hat mal wirklich was hingeregt, ausgerechnet die Steuerreform, die natürlich genauso mies ist wie der ganze Rest. Er ist vor gut einem Jahr gewählt worden. Und das einzig Positive, was man über Trump sagen kann, ist, es gab diesen Twitter-Mitarbeiter, der kurz vor seinem einjährigen Wahljubiläum sich den Gag erlaubt hat, an seinem letzten Arbeitstag nicht nur das Licht abzuschalten, sondern auch den Account von Donald Trump. Für mich ist dieser Twitter-Mitarbeiter der Stauffenberg des Digitalzeitalters. Und unmittelbar vor der Steuerreform war Trump on the road. Er ist ja nicht so gerne unterwegs. Er wusste das nicht, bevor er Präsident wurde, dass man da auch reisen muss. Das hat ihm keiner gesagt. Er dachte, er kann immer nur in New York sitzen. Und wenn er mal nach Washington ins Weiße Haus fährt, dann ist das eine Dienstreise, das reicht. Nein, er muss wirklich um die Welt fahren. Er ist nicht gern unterwegs. Wobei diese Reise jetzt in den Fernen Osten, die er unternommen hat, war wirklich eine der ersten, wo man sagen muss, hat man es ihm gar nicht angemerkt, dass er gar nicht so gerne reist. Er hat wirklich viel gemacht. Er war gut drauf und er hat auch sehr, sehr, sehr viel erreicht. Deswegen haben wir die schönsten und auch an dieser Stelle überzeugendsten Szenen von Donald Trump in China einmal für Sie zusammengefasst. China. 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 I hear her heart beating loud as thunder. So the stars. What are they? Please. All right, thank you, Pat. China. China. I love them. Donald Trump in China. Und wenn wir schon bei den Bösen in dieser Welt sind, dann sprechen wir gleich noch ein paar Worte über die AfD. Viele waren ja erstaunt, als die AfD in den Bundestag kam und haben sich darüber echauffiert und haben gesagt, wie kann das sein? Nazis im Bundestag? Ich sage langsam. Seit 1945 hatten wir immer Nazis im Bundestag. Sie waren nur besser getarnt. Ja, das ist der einzige Unterschied. Aber jetzt sitzen sie eben wirklich da. Und jetzt am Wochenende war AfD-Parteitag. Und die AfD hat bewiesen, dass sie mittlerweile gar keine Tarnung mehr braucht. Nein, im Vordergrund standen natürlich mal wirklich wichtige Fragen. Und bitte bei dem folgenden Ausschnitt konzentrieren Sie sich. Er ist wirklich bis zum Schluss sehenswert, auch wenn nichts passiert. AfD goes Dada, meine Damen und Herren. Sondermann, Sie haben die Deutschlandfahne, die Fahne unserer Nation, neben Ihrer Krawatte verkehrt rumhängen. Können Sie uns das erklären, warum das so ist? Ja, nun. Also das ist ein Stilmittel, meine Herren. Okay, dann kommen wir jetzt zu... Ich sag's mal so, ein ehernes Gesetz in der Satire heißt, keine Witze über Namen. Aber bei ihm und Sondermann, wie soll denn das gehen? Wie soll ich das nicht machen? Die große Überraschung des Wochenendes war, die AfD ist noch weiter nach rechts gerückt. Da sage ich nur, Potz Blitzkrieg, wer hätte das gedacht?
Am Ende kommt noch raus, dass auch Hitler Nazi war. Wäre natürlich wirklich erschreckend. Wie weit rechts die AfD mittlerweile steht, zeigt dieses Foto von Alexander Gauland von diesem Wochenende. Da sieht man es sehr genau. Er ist richtig weit nach rechts gerückt. Wir danken den Kollegen von Spiegel Online für diese wirklich sehr sprechende Aufnahme. Mit Gauland und Jörg Meuthen als Spitzenkräften ist die Partei mittlerweile so weit rechts. Bernd Lucke wird schon als linksgrün versiffter Hetzer verschrien. Gut, für Nationalliberale ist kein Platz mehr in der AfD. Die müssen jetzt alle zur FDP, das ist klar. Der äußerste rechte Rand wird schleichend integriert in der AfD. Und das ist natürlich ein schwieriges Unterfangen. Denn viele, die da integriert werden sollen, sprechen die deutsche Sprache nicht. Was von Nachteil ist, wenn man die Sprache ausgerechnet des Landes gar nicht beherrscht, das man verteidigen soll. Was wirklich spannend ist, ist, dass die AfD mittlerweile eine interessante Doppelstrategie fährt. Auf der einen Seite sind sie offen nationalsozialistisch, geht immer weiter nach rechts. Auf der anderen Seite wollen sie aber wahrgenommen werden wie eine ganz normale Partei und übernehmen mittlerweile so langsam die verhassten Strategien der sogenannten Altparteien. Jetzt am Wochenende schön zu sehen. Erst haben sie es versucht mit Intrigen im Hinterzimmer und rumkungeln wie die SPD. Dann haben sie ihren Flügelstreit offen auf offener Bühne ausgetragen wie die Grünen. Und am Schluss kam das Machtwort des Patriarchen, so wie in der CSU. Mittlerweile wirkt die AfD wie eine Parodie auf die etablierten Parteien. Ich würde mich nicht wundern, wenn bald rauskommt, dass die gesamte AfD nur eine Aktion des Zentrums für politische Schönheit war. Das Zentrum für politische Schönheit ist das Künstlerkollektiv, das im Moment gerade das Haus von Björn Bernd das Brot Höcke in Bornhagen nicht besetzt hält, aber sagen wir mal, sich in der Nachbarschaft eingerichtet hat, dort ein Fake-Holocaust-Mahnmal aufgestellt hat, um Höcke, dem Mann, der das echte Holocaust-Mahnmal als Denkmal der Schande bezeichnet hat, endlich zum Kniefall zu zwingen. Letzte Woche sind auch ein paar Fernsehteams aufmerksam geworden, sind direkt nach Bornhagen gefahren und die Dorfbewohner, muss man sagen, die sind gar nicht wie Höcke, die sind total nett und haben auch die Fernsehteams auf ihre Art sehr herzlich begrüßt. Verdammtes Gesindel! Bolschewikenpack, haben sie gerufen. Bolschewikenpack. Man hat es nicht so verstanden, weil es war schon morgens da ein oder andere Korn drin. Bolschewikenpack, Gesindel. An dieser Stelle hätte ich mir dann aus urheberrechtlichen Gründen doch gewünscht, wenn schon Bolschewikenpack und Gesindel, dann bitte wenigstens mit Quellenangabe, denn dieses Wording ist nicht aus Bornhagen. Das ist nicht von Höcke, meine Damen und Herren. Das ist von ihm. Es wird auch der bolschewistischen Presse nicht gelingen, die Dinge ins Gegenteil umzulügen. Jawohl, die bolschewikische Presse, das ist von ihm hier. Goebbels oder Himmler ist in Bornhagen nicht so wichtig. Auf jeden Fall einer, der auf der richtigen Seite stand. Damals. Außerdem behauptet das Zentrum für politische Schönheit, es habe Höcke überwacht und Informationen über ihn gesammelt, die es jetzt veröffentlichen wolle, die ihn dann zu Fall bringen können. Mittlerweile hat das Zentrum für politische Schönheit gesagt, Achtung, wir sind Künstler, wir haben natürlich gar nichts. Wir sind kein Verfassungsschutz, wir haben auch keine Informationen. Deswegen machen wir ja eine Kunstaktion. Als das aber kam, als sie gesagt haben, wir haben Informationen gesammelt, hat doch der ein oder andere linksliberale Studienrat sehr geseufzt und hat gesagt, ah, die Aktion wäre toll, die wäre wirklich super. Hätten Sie das mal bleiben lassen, das mit der Überwachung, wenn Sie das hätten bleiben lassen, der arme Höcke, die arme Familie, überwacht, wie schlimm, der arme Mann. Nein, schlimm ist was anderes. Mit 70 Likes auf Facebook kennt Facebook dich besser, als die meisten Menschen sich selbst kennen. Mit 300 Likes von dir bei Facebook kennt dich Facebook besser als dein eigener Partner. Wenn Eheleute so weit sind, reichen sie meist die Scheidung ein. Wir lassen die Vorratsdatenspeicherung zu. Wir haben nichts gegen Gesichtserkennung auf Bahnhöfen und Smartphones. Und wir meckern auch nicht, wenn der Bundestag beschließt, dass all unsere WhatsApp-Nachrichten anlassbezogen mitgelesen werden können. Aber wenn ein paar Aktionskünstler behaupten, sie hätten Björn Höcke überwacht, stehen alle Kopf. Das ist so absurd, wie wenn du ein Vielflieger bist und dich dann über den CO2-Ausstoß von Dieselautos aufregst. Und an dieser Stelle einmal bemerkt, schon diese unglaublich dumme Frage, die in der letzten Woche ständig gestellt wurde, ob Kunst das darf, den einfach überwachen. Schon allein dieser Satz
spielt der AfD in die Hände. Kunst ist Freiheit und nur wo Freiheit ist, kann es Kunst geben. Aber die Freiheit hat leider ihre besten Zeiten schon hinter sich. Nur ein Land, das im Namen des hohlen Versprechens von absoluter Sicherheit bereit ist, auch die eigenen Freiheiten komplett aufzugeben, kann ernsthaft auf die Idee kommen, Mitleid mit dem erbärmsten, dümmlichsten und hässlichsten Nazi der Gegenwart zu haben. Dankeschön. Und wenn schon Mitleid, dann hätte ich Mitleid. Und das ist unser Landwirtschaftsminister, von dem ich bis letzte Woche gar nicht wusste, dass es ihn gibt. Der hat Mitleid verdient. 4 Jahre im Amt und keine Sau kennt dich. Da würde ich auch Ja sagen zu Glyphosat. Einfach am Schluss nochmal, doch, es gibt mich. Ich heiße Christian Schmidt. Ja, ich habe einen Namen. Der ist nicht dafür gemacht, Minister zu sein. Ja, ich bin Landwirtschaftsminister. Das ist auch nicht dafür gemacht, um Minister zu sein. Ja, aber ich bin es. Und ich möchte mich in Erinnerung rufen und ich sage ja. Und ich löse eine veritable Staatskrise aus, indem ich einfach zum Schluss nochmal die Bombe reinwerfe. Für mich, Christian Schmidt, der Salafist unter den Bundesregierenden. Bomb! Und deshalb hat sich Christian Schmidt auch einen Song von Enno Bunga verdient. Hormone im Schweinemagen, Pflanzenschutzmittel im Rind. Doch wir haben nichts zu beklagen, denn ein Impfstoff ist gratis mit drin. Und die linksgrünen Ökofaschisten meckern ohne wirklichen Grund. Das Gift kann uns nicht vergiften, denn für die Wirtschaft ist das gesund. Da ist doch noch gar nichts bewiesen, Glyphosat ist nicht ungesund. Wer vermisst doch schon Bienen, solange die Wirtschaft noch brummt? Einer muss es ja machen, für die Bauern der richtige Schritt. Die Hendrix kann es nicht fassen, ja, 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 so ist er, der Schmidt. Alles wächst größer und schneller, wenn Glyphosat darin steckt. Da ist doch noch Platz auf den Teller, ein kranker Mehr macht den Kohl nicht so fett. Er hatte damals gut lachen, doch dann wurde das Leben sehr schwer. Für seine Tochter kann man nichts mehr machen. Ach Mensch, wo kommt der Krebs plötzlich her? Das zu ändern, das kann man vergessen. Die Kühe sind längst auf dem Markt. Dieses Fleisch soll man besser nicht essen. Nein, heute gibt's Glyphosalat. Die Politik ist ein piekfeines Pflaster. Ein Hotel, das hat seinen Preis. An der Hintertür parken die Laster. Und an der Lobby führt kein Weg vorbei. Es gibt kein wirksames Mittel, was Herr Schmidt mal wieder belegt. Er beweist, dass politisches Unkraut niemals, ja, niemals vergeht. Enno Bunga. Ich weiß den Titel deines nächsten Albums. Glyphosat in der Kirche. Kleiner Insider, wenn Sie den ersten Teil nicht gesehen haben im Livestream, meine Damen und Herren, spulen Sie zurück, um diesen Witz zu verstehen. Jetzt freue ich mich auf einen Mann, der wirklich einer der lautesten, einer der lustigsten, einer der schnellsten und wirklich, also man kann sagen, er ist vom Tempo her, er redet noch schneller als Günther Oettinger, er ist noch lustiger als alle Comedians dieser Welt zusammen. Er ist einfach wirklich, er ist eine Rampensau. Also wenn Sie eine Definition haben wollen für den Inbegriff der Rampensau, dann ist es er. Ingo Appelt und Mario Barth können einpacken bei seiner Energie und bei seiner Power. Hier ist Nico Semsrott. Meine Freundin ist wie mein Ferienhaus, ich habe kein Ferienhaus. Die meisten Menschen sind sich ja bei der Partnerwahl bis zuletzt nicht sicher, deswegen heißt es ja auch heiraten.
Ich habe schon viel Kritik für diesen Gag einstecken müssen, aber der bleibt drin. Ich finde, es gibt wie bei allen anderen gesellschaftlichen Anlässen, auch bei Hochzeiten, einfach zu viel Erfolgsdruck. Hochzeiten sind ja in einem Jahrhundert erfunden worden, in dem viele Menschen nicht älter wurden als 40. Wenn das Leben so kurz ist, kann man sich schon mal lebenslange Treue versprechen, ne? Ja. So nach dem Motto, okay, 5 Jahre mache ich's. Ich finde, man sollte den Druck aus diesen ganzen Geschichten rausnehmen. Man sollte auch die Hochzeitsformel ehrlich halten. Wollt ihr zusammenbleiben, bis ihr einfach keinen Bock mehr aufeinander habt? Dann antwortet jetzt mit meinetwegen. Ich habe das Gefühl, ich werde gerade monatlich zu Hochzeiten eingeladen und ich habe festgestellt, meine Bekannten, die feiern keine coolen Partys mit ihren Freunden, die inszenieren Staatsakte. Ja, Ziel der Veranstaltung scheint es nicht zu sein, einen möglichst schönen Moment mit den Nächsten zu teilen. Ziel des Ganzen scheint es eher zu sein, dem eigenen Perfektionsimage noch eine weitere Facette hinzuzufügen. Ja, die stehen alle so unter einem gewaltigen Druck, alles ist so auf Perfektion getrimmt. Ich habe das Gefühl, die heiraten nicht einander, die heiraten gegen die anderen Paare. Ja, danke für diesen Mitleidsapplaus. Ich gebe mal ein Beispiel, wie so eine durchschnittliche Hochzeit mittlerweile aussieht. Das fängt dann schon an mit einer mehrseitigen, durchgelayouteten Einladung, die von einem eigenen Hochzeitslogo verziert wird. Dann gibt es ein 48-Stunden-Programm im Märchenschloss. Und weil man nichts dem Zufall überlassen will, auch noch einen Dresscode. Nachmittags casual, die Frauen gerne mit Hut. Und wenn man dann noch nicht die Lust verloren hat, dann kann man sich die harmonische Geschichte noch extra auf der Homepage durchlesen. Ich denke dann immer, wenn die Verpackung schon so aufwendig ist, kann doch was mit dem Inhalt nicht stimmen. Dieses eine Paar, das hatte auf seiner Homepage eine ganze Fotoserie veröffentlicht. Jede einzelne Station der Beziehung wurde mit einem eigenen Foto festgehalten. Ich habe mich gefragt, wie haben die das gemacht? Ich vermute, die haben zuerst den Fotografen engagiert und dann sind sie zusammengekommen. Die hatten sogar ein Foto von ihrem Kennenlernen. Mal ernsthaft, wie kann das abgelaufen sein? Da muss ja einer von beiden zum ersten Date mit einer Spiegelreflexkamera gegangen sein und dann irgendwann den ganzen Mut zusammengenommen haben und den anderen gefragt haben, Entschuldigung, ist es okay für dich, wenn ich jetzt ein Foto für unsere Hochzeits-Homepage mache? Das letzte Foto in dieser Fotoreihe war dann von der Verlobung. Sie haben sich am Valentinstag verlobt in Venedig. Ich könnte mich mit dieser Fotoserie, glaube ich, nur anfreunden, wenn Sie die Fortsetzung auch noch erzählen würden. Ein Foto vom ersten Streit, vom ersten Seitensprung, von der Scheidung, der nächsten Hochzeit, der übernächsten Hochzeit, ne, dass diese Geschichte immer weiter verästelt und man am Ende wie in so einer Soap gar nicht mehr weiß, wer war jetzt mit wem zusammen. Das würde ich mir dann auch wieder angucken. Diese Kritik habe ich übrigens nicht nur gedacht, ich habe denen das auch geschrieben. Ja, ich habe mir gedacht, wer sich so viel Mühe gibt, der will ja auch ein Feedback. Ne? Unter Komikern sagt man, lieber einen guten Freund verlieren als eine gute Pointe. Ja. Waren aber nur Bekannte, ne? Deswegen egal. Ich merke, dass mir meine Kompromisslosigkeit gerade in zwischenmenschlichen Beziehungen sehr zu schaffen macht. Ich verliere nicht nur viele Bekannte und Freunde jetzt in diesem Hochzeitsalter, ich schaffe es auch gar nicht mehr, neue Beziehungen einzugehen. Neulich habe ich mich mit einer Frau auf einer Party unterhalten, habe gesagt, und was machst du so? Meinte sie, sie wäre bei der Deutschen Bank, meinte ich, müssen wir gar nicht erst weiterreden. Danke, das reicht mir an Feedback auch hier. Nee, und das auf dieser Feier, das haben dann Bekannte von mir mitbekommen, haben dann gleich eingegriffen und dieser deutsche Bankfrau erklärt, das meint er nicht so, meinte ich doch.
Ja. Na, dann war die Situation natürlich in dem Raum ziemlich unangenehm, das habe ich auch gemerkt. Es gibt andere Menschen, die dann Witz machen. Na, ich habe angefangen zu weinen, um die Situation noch unangenehmer zu machen. Neulich habe ich mich auch noch mit einem SPD-Mitglied unterhalten auf so einer anderen Feier. Sie hatte eine Jura-Ausbildung hinter sich und meinte, man könne auch Grundrechte einschränken zugunsten anderer Grundrechte. Und ich habe die juristische Argumentation dahinter schon verstanden, fand sie dann aber trotzdem doof. Das hat sie gemerkt. Sie ist dann in so eine Verteidigungsstrategie eingeschwenkt, meinte, ich bin aber nur ein normales SPD-Mitglied, ich habe überhaupt gar keine Position in der SPD. Und dann meinte ich, ja, dann passt du da ja gut hin. Da hat ihr Freund auch gelacht. Ja, ich war beim Thema Hochzeiten. Wenn ich dann gegen alle meine Instinkte doch mal Zusage als Gast auf einer Hochzeit, dann kostet das richtig viel Zeit und Geld. Ne? Alles muss man selbst bezahlen, Anreise, Unterkunft, Geschenke sowieso. Dann gibt es diesen grausamen Junggesellenabschied, der irgendwie immer länger wird und immer weiter wegführt. Ne? Ich habe letztes Jahr an 3 Hochzeiten teilgenommen und danach erstmal Privatinsolvenz angemeldet. Ich fände es übrigens sehr schön, wenn man das Wort Junggesellenabschied wörtlich auslegt. Keiner kommt zurück. Naja. Ich fände es so schön, wenn man sich wenigstens mit Geld aus all diesen Zwängen bei einer Hochzeit freikaufen könnte. Aber man muss als Gast auch noch bei allem mitarbeiten. Ne? Es gibt immer irgendjemanden aus diesem Bekanntenkreis, der die total lustige Idee hat, ein total lustiges Hochzeitsvideo zu drehen. Dann muss man noch ein paar Seiten in der Hochzeitszeitung gestalten. Ne? Wenn ich irgendwann mal heiraten sollte, dann aus Rache. Dann lasse ich meine Gäste auch alles machen. Hier sind die Adressen vom Baumarkt, vom Bastelladen. Hier ist die Wiese ab eine Woche. Wenn ich ehrlich bin, heirate ich vermutlich nie. Verzweiflung ist ein hartes Wort, aber ich bin auf Datingportalen unterwegs und natürlich bin ich auch bei Parship und was soll ich sagen, alle 11 Minuten verliebt sich niemand in mich. Schleimer. Ist noch jemand bei Parship? Es ist niemand bei Parship, ich frage das schon seit Jahren. Ich glaube mittlerweile, ich bin der Einzige bei Parship. Es könnte wirklich gut sein, der Mitgliedsbeitrag ist so hoch, dass ich die Werbekampagne allein finanzieren könnte. Parship fängt schon so unfassbar deprimierend an, weil man sich schon bei der Anmeldung festlegen muss. Nehme ich jetzt das vergleichsweise teure Paket für 6 Monate, das für 12 oder das vergleichsweise günstige für 24 Monate? Anders gesagt, ich muss mich schon bei der Registrierung festlegen, ob ich davon ausgehe, im nächsten halben Jahr eine Freundin zu finden oder ob es eh hoffnungslos ist. Ich habe dem Kundenservice dann geschrieben, ob es auch ein 10-Jahres-Paket gibt. Für die, die es interessiert, nein. Egal ob mit oder ohne Sex, ich tue mich grundsätzlich unheimlich schwer mit Freundschaften. Die längste Freundschaft in meinem Leben hat 2 Jahre gedauert. Dann ist mein Meerschweinchen gestorben. Nico Semsrott. Vielen Dank, Nico Semsrott. Nico Semsrott live in den Wühlmäusen am 10. April, genau in dieser Geschwindigkeit. Da sag ich, dagegen ist Dieter Nuhr und Rüdiger Hoffmann Highspeed, oder? Meine Damen und Herren, wir sehen uns hier auch wieder am 29. Januar. Sind wir wieder hier mit der nächsten großen Radio 1 Satire-Show. 29. Januar, dann zu Gast Sebastian Krämer, Vincent Pfefflin, Michael Frowin und Talkgäste Michel Abdullahi, sehr geschätzter Kollege vom NDR. Und Claudia Roth kommt am 29. Januar hier zu uns in die Show.
Und der Mann, der jetzt kommt, den kenne ich aus dem Zug. Ich spreche prinzipiell jeden an, den ich im Zug treffe. Ich sitze im Bordrestaurant, weil ich Kontakte brauche, weil ich mir Parship nicht leisten kann. Und in diesem Fall kam er aber auf mich zu und sagte, hallo, schön, dass wir uns mal kennenlernen. Ich habe schon gesehen, Sie machen Kabarett, wunderbar. Was sagen Sie denn so? Wie geht das jetzt alles weiter? Das war kurz nach der Bundestagswahl. Wie geht das jetzt alles weiter, hat er gesagt. Er spricht sehr schnell. Also wenn Sie ihn gleich hören, wissen Sie, ich bin ein Langsamsprecher. Ich bin sozusagen der Nico Semsrott gegen ihn. Und er hat dann gesagt, ich sage schon heute voraus. Es war am 25. September, einen Tag nach der Wahl. Ich sage schon heute voraus. Es gibt Neuwahlen, es gibt Neuwahlen. Ich habe damals gesagt, das wird was mit Jamaika. Okay, ich lag schon mal daneben. Er hat noch eine Option offen. Wie heute die Einschätzung seiner Lage ist, wird er uns jetzt erzählen. Bitte begrüßen Sie den Journalisten, Publizisten und Politikwissenschaftlern von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Hossa Albrecht von Lucke. Herzlich willkommen. Freue mich. Hallo. Hallo. Herr von Lucke, sprechen Sie auch alle an, die Sie im Zug treffen? Nein, das habe ich nur in Ihrem Falle gemacht. Wirklich? Das war ausnahmsweise so. Sie haben es ja zu Recht beschrieben. Ich war geladen. Es war ein Tag nach der Wahl und man war ja ob des Ereignisses ziemlich sprachlos und es musste gedeutet werden. Ich hatte das Problem, ich musste 3 Tage später meinen Text nicht nur längst fertig haben, sondern an demselben Tage zu einer Diskussion Richtung Köln und dann am Abend noch schreiben. Und insofern hatte ich ein Mitteilungs- oder ein Diskussionsbedürfnis. Das habe ich gemerkt. Hätte ich übrigens jetzt gleich wieder. Ja, wunderbar. Das machen wir. Wir könnten gleich einsteigen. Sie wollten mich nutzen, um sich zu entladen. Und wer dieser Mann Geht ist... Zu. Ja, ne, im Zug. Ja, so läuft das nämlich in den Bordbistros der Deutschen Bahn, meine Damen und Herren. Fahren Sie da mal mit! Me too. Da sitze ich nicht selten, das stimmt. Ja. Me too und von Lucke ist schuld. Und wer ist der Mann, das gucken wir uns jetzt an. Albrecht von Lucke, 50 Jahre alt, Politikwissenschaftler und Jurist. Von Lucke rettet der Adelstitel vor einer Verwechslung mit diesem zu Recht in der Versenkung verschwundenen Namensvetter. Albrecht von Lucke wuchs in dem kleinen Städtchen Ingelheim am Rhein auf, das seit Menschengedenken im Schatten der umliegenden Metropolen Gau-Algesheim und Heidesheim blieb. In Ingelheim lernt man schon früh das Kampftrinken, denn die Stadt ist erklärte Rotweinstadt. Auf der Flucht vor dem Spätburgunder zog es von Lucke zunächst in die Silvaner-Exklave Würzburg. Hier bei den Unterfranken, dem Blinddarm Bayerns, studierte von Lucke Jura und Politikwissenschaft. 1989 ging er dann nach Berlin und schlug sich zunächst als freier Publizist durch, oder wie man hier sagt, er launchte als Senior Offline Writing Manager ein Start-up im Bereich Analog Laser Targeting durch Social Local Mobile Connected Meinungs-USP, gepimpt durch Haltungs-Unity Media mit Hackathons. Seit 2003 ist er Redakteur bei den Blättern für internationale Politik, die ihm von Bonn nach Berlin folgten. Mittlerweile ist er auch in den Talkshows des Landes gern gesehener Gast, was sehr gut ist, vor allem, weil er so Dampfplauderer wie Hans-Ulrich Jörges, Roland Tichy und Michael Spreng verhindert. Wir freuen uns auf einen der profundesten Politerklärbären. Unter den journalistischen Glaskugellesern ist er die Tarotkarte. Herzlich willkommen, Albrecht von Lucke. Herr von Lucke, wann steht die Große Koalition, vor 2025 oder danach? Wenn sie denn steht, das ist ja die große Frage. Die Sache wird lange dauern, das steht denn fest. Ich bin da jetzt das gleiche Problem. Wir haben damals über Jamaika gesprochen. Ich sagte, das ist alles sehr, sehr unwahrscheinlich. Und gegenwärtig muss man zur Großen Koalition sagen, dass es nicht absolut sicher, geschweige denn noch nicht mal sehr wahrscheinlich ist, weil die SPD in einer solchen Zerreißprobe ist, dass die Möglichkeit, nachdem Schulz 2-mal kategorisch Nein gesagt hat, den eigenen Laden noch einmal zu bewegen, in die Große Koalition zu gehen, eine Zerreißprobe für die Partei ist. Und das wird, wenn es klappt, bis vor Ostern nichts werden. Aber wenn Steinmeier sagt, Jungs, ihr müsst, es geht nicht anders, wenn der ein Machtwort spricht, wie man es von ihm kennt, autoritär, hart, Guinness, könnt ihr euch vorstellen, vielleicht doch gemeinsam eine Große Koalition. Der Mann hat Einfluss, der ist Diplomat, der hat Einfluss auf die Partei. Meinen Sie nicht, dass das der entscheidende Move war, um jetzt doch für eine zügige Große Koalition zu sorgen? Oder folgen die dem nicht? Der Move ist ja so ein schönes Wort, das erlebe ich jetzt in jüngster Zeit quasi so als Implikation des Kabarettistischen in die Politik. Da wird viel gemoved und bewegt, aber Steinmeier hat ein ruhendes Parteibuch, so das sei ja zunächst mal gesagt. Er musste als Bundespräsident, um auch bewusst sich von der SPD keinesfalls eingemeinden zu lassen, überhaupt nicht den Verdacht aufkommen zu lassen, dass er noch als SPD-Mitglied spricht, musste er besonders klar sagen, es kommt jetzt darauf an, diese Parteien zunächst einmal Anstrengungen zu unternehmen, eine Regierung zu bilden. Aber
da Schulz, und das war der Irrsinn, den Schulz vollbracht hat, wenige Minuten davor kategorisch Nein sagte, hat er eine Hälfte der Partei ein zweites Mal auf die Bäume getrieben, vor allem die Jusos, die nun dastehen, ebenfalls sofort einstimmend und gesagt haben, nein, wir gehen in keine große Koalition. Und jetzt ist es weniger Steinmeier, es ist vor allem Alexis Tsipras, es ist Macron, es sind gewissermaßen die außenpolitischen Koryphäen des Auslandes, Europas, die sagen, SPD, überlegt es euch, geht in diese Koalition, ihr könnt viel bewirken, sie kann es auch innenpolitisch. Aber die große Frage ist, ob es nochmal ein Einsehen innerhalb der SPD gibt oder ob die Angst zu groß ist, dass man mit der großen Koalition untergeht. Aber glauben Sie nicht, dass am Wochenende die einzige Chance dann ist, Schulz beim Parteitag abzuwählen und jemanden dahinzusetzen, der das unbelastet starten kann, das ganze Unterfangen? Nein, das wäre das Desaster schlechthin. Schulz ist ja der Mann der Basis nach wie vor. Schulz hat ja erstaunlicherweise es geschafft, und das ist die eigentlich fast schon politische, in Anführungszeichen, Meisterleistung, indem er am Abend der Wahl auftrat und sagte um 18 Uhr, ich weiß nicht, ein paar Minuten danach, es war, glaube ich, in seinem Fall ein bisschen später, er war nicht der Erste, aber er trat auf kurz vor 7 und sagte, das ist das Ende der Großen Koalition. Und ein frenetischer Beifall ging durch die Reihen der SPD. Damit hat er den Eindruck erweckt, als wäre die Große Koalition per se des Teufels und des Übels, hat aber vollkommen davon abgelenkt, dass er im Wahlkampf vollkommen versagt hatte, dass er letztlich ja schon einmal den Beweis erbracht hatte, dass man auch aus einer Großen Koalition 30%, nämlich Ende Februar quasi, zu erzielen. Aber er hat danach es nicht geschafft, nur ansatzweise einen Wahlkampf zu führen, der das eingeholt hat. Und so ist er jetzt der Mann, und das hat er geschafft, der danach von der Basis regelrecht wieder geliebt wurde. Er muss jetzt, und das ist das neue Kunststück, er muss jetzt diese Basis veranlassen, dann doch in die Große Koalition zu gehen. Wir fassen also zusammen, die Basis der SPD liebt dich, wenn du dreimal kolossal versagst. Durchaus, und das ist schon sehr ironisch, und das ist momentan der Irrsinn der SPD, und das ist die Tragik auch, denn es ist ja ganz klar, ich sagte vorhin, wenn es Neuwahlen gibt, dann wäre das der GAU für die SPD. Die SPD hätte nicht mal einen Spitzenkandidaten zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Martin Schulz könnte ohne Frage nicht mehr antreten. Ich glaube, allen wäre klar, dass er nicht mehr 20% bekäme, sondern vielleicht 15. Herr Scholz ist genauso angeschlagen. Frau Nahles hält sich selber noch nicht für so weit. Und auch Frau Schwesig oder Herr Gabriel sind keine geeigneten Kandidaten. Das heißt, die SPD ist förmlich nackt. Sie kämpft eigentlich nur noch um die Frage, muss es dann doch eine große Koalition sein, wo ich glaube, dass die Möglichkeit, sich in 4 Jahren zu regenerieren und anschließend nicht mehr mit Angela Merkel antreten zu müssen, durchaus eine Chance für die SPD bedeutet, oder sich vielleicht doch in eine irgendwie geartete Minderheitsregierung zu retten. Das ist die Option. Also ich kenne einen SPD-Mann, der würde es sofort machen. Ich weiß nicht genau, woher ich ihn kenne, aber er heißt Steinbrück, und ich glaube, der wäre sofort bereit und würde sagen, Freunde, dieses Mal mache ich das. Jetzt ist das Land auch reif für mich. Aber ich habe eine lustige Sache, weil wir hatten ja gleich Spaß zu diskutieren. Ich habe Sie vorhin gehört, mir hat das wahnsinnig Spaß gemacht, aber ich fand es bemerkenswert, was Sie in Sachen Höcke sagten. Ja. So, und da muss ich dann schon sagen, es ist manchmal zu leicht. Erstens die Aussage, das ist der schlimmste Nazi in diesem Lande, da soll die Kunst alles dürfen. Da sage ich salopp gesagt, es gibt noch einige Nazis, die wesentlich schlimmer sind. Das soll man sich als Erstes merken. Das sollte man nicht... Oh, jetzt kommt mir, glaube ich, das... Oh, jetzt fällt das Mikrofon ab. Ausgerechnet jetzt, wo Sie auf die Höcke-Nummer eingehen, fällt das Mikrofon ab. Ob ich da helfen will, das weiß ich gar nicht so genau. Oder hole ich da... Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben, ne? Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben, wen ich im Zweifel hier raushole, ne? Kennen wir ja gut. Nein, wunderbar. Jetzt steht es wieder wunderbar. Ja, jetzt sieht es so scheiße aus, aber ist egal. Es geht doch um den Inhalt, ja. Es geht doch um die Sache. Natürlich. Habe ich denn als den Schlimmsten bezeichnet? Ich glaube, ich habe ihn... Ja, den Schlimmsten und gefährlichsten Nazi. So, da sage ich... Da sollten wir sehr aufpassen. Erbärmlich, habe ich gesagt. Nein, das macht es nicht besser. Ja. So, damit will ich sagen, ob er der erbärmlichste Nazi ist, das sei mal sehr dahingestellt. Ich glaube, es gibt noch eine ganze Ecke mehr. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ja. Man muss bei Höcke und den Aktionen der Kunst, die man verteidigen kann. Ja. Und trotzdem sind wir noch beileibe nicht das Land, das förmlich die Kunstfreiheit abgeschafft hätte. Auch da sollten wir zurückhaltender sein. Man sollte sich überlegen, dass nicht jede Kunst sehr klug ist. Denn das Problem ist gerade bei Aktionen, die dem AfD-Haufen sofort den Schuldfaktor bzw. den Opferfaktor zuschreiben, wo Höcke sich quasi ausruhen kann auf der Tatsache, da ist ihm wieder Böses widerfahren, ist immer jedes Mal willkommene Munition für die AfD. Das heißt, eine Aktion, so amüsant sie vom Zentrum für politische Schönheit gewesen sein mag, ist in dem Augenblick, wo sie Höcke das Argument liefert, hier bin ich ungerecht behandelt worden, hier ist etwas widerfahren worden, gerade mit dieser Überwachungsfrage, was durchaus nicht ohne Kritik geblieben ist, dann ist der AfD ein Trumpf zugespielt worden. Damit will ich sagen, es ist manchmal zu einfach, diese allgemeine Nazi-Keule zu schwingen. Das macht den Umgang mit der AfD eher schwieriger. Das ist wert für einen schnellen Applaus, aber es ist mit der AfD schwieriger. Wir sollten da aufpassen und nicht
Die ganze Wählerschaft vor allem beispielsweise, sofort, das sind 6 Millionen, sofort als Nazis in Gänze verurteilen. Diese Leute werden wir ein Stück weit zurückgewinnen müssen. Ja, das ist die größere Aufgabe. Ja, deswegen meine ich das nicht. Ja, ja, das ist eine andere Diskussion. Also ob man die dann als Nazis bezeichnet oder nicht, ist eine andere Frage. Bei diesem Projekt des Zentrums für politische Schönheit, ich gebe Ihnen in einem Punkt recht. Es ist natürlich eine Aktion, die Höcke natürlich genau oder der AfD in die Hände spielt. Absolut. Ich weiß. Ich habe selbst sehr lange mit mir gerungen, wie ich das finden soll. Ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, was ist der entscheidende Punkt und worum geht es da. Und am Ende bin ich, auch wenn ich dem selbst lange zwiespältig gegenüberstand und lange brauchte, um dazu eine Haltung zu haben, war ich am Ende der Auffassung, am Ende finde ich die Aktion deshalb gut, weil sie auf mehreren Ebenen humoristisch und ironisch arbeitet. Der Anlass dieser ganzen Aktion war zu sagen, der thüringische Verfassungsschutz, also der Verfassungsschutz des Landes, in dem Herr Höcke eine Rolle spielen möchte, dessen Landesverband der AfD ja angehört, dieser Verfassungsschutz hat beim NSU so kolossal versagt, dass wir einen zivilen Verfassungsschutz aufbauen wollen. Mhm. Schon das ist eine ironische Ebene, die ich prinzipiell als eindeutig künstlerische sehr stark finde. Und dann zu sagen, wir bauen dieses Holocaust-Mahnmal da auf von einem, der das echte als Denkmal der Schande bezeichnet hat und wollen ihn zum Kniefall zwingen und spielen dann noch als ziviler Verfassungsschutz die Karte, wir haben ihn ja überwacht seit Monaten, wir haben Informationen, die ihn zu Fall bringen können und wir scheinen ihn zu erpressen. Das ist auf so vielen Metaebenen sehr ironisch und das spielt so sehr mit moralischen Klischees, die allzu selbstverständlich geworden sind, dass ich sage, am Ende, auch wenn ich zwiespältig war, sage ich, das ist eine geile künstlerische Aktion und die sagen, naja, das darf Kunst aber nicht, spielen der AfD genauso in die Hände. Und deshalb verteidige ich diese Aktion so vehement. Ja. Kann man gerne verteidigen. Das Problem ist, Ironie will verstanden werden. Und das ist der eigentliche Witz der Angelegenheit. Das ist der eigentliche Witz der Angelegenheit. Ich sage nochmal, wenn Sie der Meinung sind, das haben Sie ja auch gesagt, wir haben es weitgehend mit Dumpfbacken und Nazis zu tun, dann werden Sie keinen Erfolg mit Ihrer Ironie haben. Und das ist ein Teil des Problems. Das heißt, Sie spielen ein Stück weit genau mit diesem Überschuss an Ironie denjenigen in die Hände, die sagen, das ist uns absurd, das erscheint uns eine groteske Geschichte. Das ist etwas, was selbst einem Höcke zu nahe tritt. Und das will ich zu bedenken geben. Ich glaube, wir machen es uns manchmal dazu einfach. Und bei der AfD, Sie haben ja völlig zu Recht gesagt, die AfD hat es uns in gewisser Weise jetzt wieder leicht gemacht. Die AfD ist in der Tat auf dem letzten Parteitag massiv nach rechts gerutscht. Das war tatsächlich der Sieg der Höckerianer, wenn man es so nennen will. Aber das ist das Interessante. Jetzt gilt es, den anderen Teil möglicherweise wieder zurückzugewinnen. Und das ist das eigentlich politische Anliegen der nächsten 4 Jahre. Die 13% werden vielleicht eines Tages wieder 6. Denn ich glaube, sie werden nicht so schnell verschwinden, aber vielleicht werden sie weniger. Aber ein Punkt, Sie sagten, Ironie will auch verstanden werden. Sie können doch nicht den unfähigen Empfängern der Ironie anschließend sagen, ja, der Sender ist schuld, der hat die Ironie nicht kenntlich genug gemacht. Dann können Sie bei so und so vielen Theaterstücken sagen, das ist aber Ironie, die versteht keiner, das können wir nicht machen. Dafür sind doch die Sender nicht verantwortlich dafür, dass es Leute gibt, die nur mal Ironie nicht verstehen. Und wir haben ein Ironiedefizit in diesem Land, das ist kein Grund, sie nicht zu bedienen. Ob wir ein Ironiedefizit in diesem Land haben? Ja, definitiv. Wenn Sie das meinen, es gibt lange Diskussionen über die Frage, ob nicht die Ironie eigentlich die Leitidee und die Leitmelodie der letzten seit den 90er Jahren ist. Wir haben doch eine absolut, das ist ja sogar Teil dessen, was wir hier machen. Ist eine Generationsfrage. Absolut. Wir sind doch eine absolut verspaßte Republik. Das will ich jetzt nicht kritisieren. Aber meinen die Ironie, Sie? Die aber Ironie wenn wir so verspaßt wären, dürften Sie hier nicht sitzen in der Satire-Show. Das muss ich Ihnen klar ja, sein. Ich mache jetzt den Partycracker. Ja, los. Ja, geil. Finde ich geil. Und deswegen, das hat mir ja Spaß gemacht. Beim letzten Mal war Blome hier. Den habe ich auch gekillt. Eben, also ich mache das auch mit Ihnen. Damit will ich sagen, nein, ich will doch damit nur sagen, ich glaube, diese AfD-Frage, und das ist überhaupt der Punkt. Die gegenwärtige Politik ist so existenziell, das meine ich im Ernst. Sie taugt immer für einen guten Witz. Aber die Frage dessen, was jetzt wirklich da passiert in den Jahren dieser Republik, in den Fragen, was mit dieser Politik und mit dieser Demokratie passiert, ist eine, da ist es nicht damit getan, dass man mit einem Zentrum für politische Schönheit wieder ein dolle Ironie in die Luft bläst. Wir haben ihn überwacht und danach heißt es edgy badgy, es ist nichts gewesen. Das ist zu wenig. Das hat das Zentrum hier übrigens in Berlin auch mal gemacht, deswegen wiederholt sich das manchmal. Können Sie sich vielleicht erinnern, da war das ein wahnsinnig ironisches Spektakel. Flüchtlinge fressen. Wir werden Flüchtlinge den Löwen vorwerfen. Ein irrsinniges Ankündigungsspektakel. So, was ich übrigens hochgradig zynisch fand in der Ankündigung, da hörte für mich die Ironie sehr schnell auf und am Schluss wurde gesagt, ist ja nichts gewesen. Das heißt, das ist eine Wiederholungslogik des Ironischen, die man dann doch auf die Klugheit dieser Aktion hinterfragen müsste. Denn Politik soll frei sein, aber sie muss auch klug sein. Das wäre meine Devise. Es gibt einen in dem Zusammenhang...
Letzter Satz dazu. Es gibt in diesem Zusammenhang ein schönes Interview mit Beat Wiss, einem Kunstwissenschaftler, der gesagt hat, Politik ist die Kunst des Möglichen und Kunst ist die Politik des Unmöglichen. Und das fand ich eine sehr schöne Definition. Das könnte fast ein Schlusswort sein, wenn wir nicht noch weiterreden wollten. Aber ich wollte in das Gespräch auch mal genau diese Stille bringen, die jetzt da ist. Die Menschen sagen, Moment, welcher Satz an meiner Weihnachtsfeier um 22 Uhr und gefühlt 45 Minuten? Ob ich das heute noch schaffe oder erst nach einem Absacker, das weiß ich noch nicht. Livestream, YouTube, nochmal gucken. Herr von Lucke, Große Koalition halten Sie für relativ unwahrscheinlich. Dann frage Nein, ich Sie... Nein, das wollte ich nicht sagen. Ich wollte sagen, es wird ungemein schwierig. Das ist der entscheidende... Wir wissen momentan gar nichts. Haben Sie denn eine Wunschkoalition? Ja, ich sage ganz ehrlich, und viele haben es kritisiert, ich bin für eine große Koalition. Ich bin dezidiert Sie sind für eine, dafür? Absolut. Und ich sage, das ist natürlich auch wieder überhaupt nicht mainstreamig. Gucken Sie sich die letzte Heute-Show an. Ein riesiges Inferno, niemals große Koalition. Das Argument ist ironischerweise auch da. Ich mache es mal überspitzt. Ja. Das ist fast der antifaschistische Widerstand, den Martin Schulz deklarierte nach der Wahl, indem er sagte, es gibt nichts Entscheidenderes, als dass die SPD in die Opposition geht, damit sie die Opposition gegen die AfD ist. Es dürfe nie eine stärkere Oppositionspartei geben, in jedem Fall nicht die AfD. Das heißt, die SPD müsse in die Opposition. Er hat nie in Rechnung gestellt, und das war das große Versagen, dass Jamaika platzen könnte. Das ist das große Versagen, man hat nie in Rechnung gestellt. Jetzt sind wir in einem Zeitpunkt, Jamaika ist geplatzt. Und die SPD hat eigentlich, hätte die riesige Chance gehabt, Martin Schulz hat sie vergeigt, zu sagen, die Lage ist völlig anders. Merkel ist gescheitert, sie hat es nicht geschafft, die Klientelparteien, Grüne, meinetwegen vor allem aber die FDP, an einen Tisch zu bringen. Die FDP ist ausgestiegen. Jetzt gilt es, für die SPD in diese Bresche zu springen. Und wir lassen uns das hochgradig vergelten. Die SPD kann enorm viel Soziales durchsetzen. Es sind vor allem die Wirtschaftsverbände, die vehement gegen die große Koalition zu Felde ziehen. Die sind es. Können Sie überall hören. Es ist die FDP. Es ist zum Teil vor allem der Wirtschaftsverband der CDU. Die sagen bloß keine große Koalition. Frau Göbel in der FAZ. Es ist Herr Piepers in der SZ. Das heißt, das ist die Kritik an der großen Koalition. Für die SPD eine riesige Chance, soziale Errungenschaften durchzusetzen. Und ein zweites, es wäre die Chance, sich in der Tat über 4 Jahre neu aufzustellen und in 4 Jahren die Chance zu haben, erstmalig nicht mehr eine Merkel-CDU zu schlagen. Das hielte ich für die SPD geeignete Variante. Ich befürchte, die SPD wird es nicht machen, weil sie sich so auf den Abschied der Großen Koalition festgelegt hat. Jetzt müssen wir zum Schluss natürlich noch ganz kurz über die Frau sprechen, die wir noch gar nicht erwähnt haben, nämlich über unsere liebe Freundin aus der Nachbarschaft. Ich möchte ihren Namen nicht nennen, aber wie lange wird sie bleiben? Macht sie die Amtszeit komplett oder geht sie in der Hälfte und dann kommt AKK Annegret Kramp-Karrenbauer, bekannt aus Hintergittern? Ja, das weiß ja. Es weiß ja erstmal keiner, ob Frau Kramp-Karrenbauer sich als wirklich kanzlerinnentauglich erweist. Es ist auch die Frage, ob es die Kräfte sind, die sich in der Union durchsetzen. Wenn Merkel in eine große Koalition geht, dann bin ich sicher, dass diese große Koalition für 4 Jahre gut ist. Das wird jedenfalls als Koalition halten. Da gibt es ja keinen Grund anzunehmen, dass Sozialdemokratie und CDU und CSU nicht wieder 4 Jahre zusammenbringen. Da habe ich keinen Zweifel. Ob sie dann einen Abgang findet, ob nach 3 Jahren oder 2, das wäre natürlich die Leistung, die ihr viele vorschlagen, die noch keiner geschafft hat, sich aus dem Amte nicht raustragen zu lassen, sondern zu gehen. Aber wer es ist, und das ist die spannende Frage, die entscheidende Frage auch bei der Union ist ja gegenwärtig die, siegt der Spahn-Flügel, der die CDU nach rechts drängen will. Sie erinnern sich an das Bild von Sebastian Kurz und Jens Spahn aus Österreich, wo er schon winkte als der neue Rechtsausleger der CDU. Oder gelingt es tatsächlich dem mittigen Kurs von Laschet, von Kramp-Karrenbauer, die CDU-CSU in der Mitte stark zu machen und dann einen Übergang zu finden? Ich bin gespannt. Sie sagen, es gibt eine große Koalition. Beim letzten Mal haben Sie noch Neuwahlen gesagt. Das weiß ich. Ich sage ja nochmal, ich bin sicher, dass es wahnsinnig schwierig wird. Ich würde sagen, es wäre für die SPD, ich will nicht sagen ein Segen, aber eine große Chance, in der großen Koalition innenpolitisch, außenpolitisch eine Menge zu erreichen und sich dann aufzustellen. Ob sie es schafft, nochmal da reinzugehen, weiß ich nicht. Bilanz des Gesprächs ist für mich, warum werden Sie eigentlich nicht SPD-Kanzlerkandidat? Danke, danke. Das wäre das Letzte. Aber so wie Sie reden, müssten Sie eigentlich, Sie müssten es machen. Und Sie sofort würden Sie gewählt. Aber ich sage Ihnen, Sie sprechen zu schnell für die SPD. Sie sprechen zu schnell. Und nicht nur für die SPD. Auch für Björn Höcke. Auch für Björn Höcke wahrscheinlich. Auch für den. Keine Sau wird Sie verstehen. Sie sind so schnell, man wird danach sagen, es muss ironisch gewesen sein. Und das ist gar nicht ironisch. Vielen Dank, Albrecht von Lucke. Danke fürs Kommen. Vielen Dank für den Besuch. Albrecht von Lucke, meine Damen und Herren. Unser letzter Gast heute Abend ist eine großartige Musikkabarettistin, die auch ein Buch geschrieben hat. Es heißt Juhu berühmt, ach nee, doch nicht, unerhörte Abenteuer einer Musikerin. Und das Schöne ist, in diesem Buch
sind nicht nur Worte, nein, man kann auch die Instrumente in diesem Buch hören. Das ist das Buch 4.0, meine Damen und Herren. Nachher gibt es das hier draußen zu kaufen, dann können Sie mal reinhören. Wenn Sie nicht lesen können, dann wird es Ihnen vorgefiedelt und dann können Sie sich's selbst übersetzen. Bitte begrüßen Sie Christine Henkel. Herzlich willkommen. Ja, einen wunderschönen guten Abend, Berlin. Ich bin aus München hierher gekommen, ich wohne da. Ich erzähle das, weil München so beliebt ist in Berlin. Ich bin selber etwas zwiegespalten, was die Stadt angeht. Ich mag München eigentlich sehr gerne, aber München hat auch eine sehr, sehr hässliche Seite. Das ist der Münchner Wohnungsmarkt. Ich saß neulich wieder so in meiner 2-Quadratmeter-Wohnung, in der wir zu fünft leben. Da saß ich so und ich wollte traurig zum Fenster rausschauen und habe gemerkt, geht gar nicht, weil wir haben gar kein Fenster, weil wir wohnen unter Parterre, also im Keller so. Unser Vermieter ist Österreicher. Und das... Ich saß da so und mich befiel der Neid, und zwar der Neid auf diejenigen Menschen, die immer damit angeben, in was für riesigen Behausungen sie leben und wie wenig Geld sie dafür bezahlen. Und ich habe fast geweint, aber dann habe ich so gedacht. Regendusche, Natursteinboden, Eichenparkett, Standard gehoben. Nach Süden erstreckt sich ein großer Balkon. Du hast es geschafft, andere träumen davon. 4 Zimmer Altbau für wenig Geld, aber du wohnst halt in Bitterfeld. Danke. Ja. Und ihr fragt euch bestimmt schon die ganze Zeit, wer ist der heiße Typ da mit dem Instrument so? Das ist mein Cellist Juri Kannheiser, habe ich mir gegönnt. Ja. Gemeinsam sind wir Christine Henkel und die Band ohne Haare. So. Ich möchte euch jetzt gerne erzählen, wie geil mein Life ist. Mein Life ist richtig geil. 6 Uhr früh, es ist stockfinster. Ich poste meine Chiasamen bei Insta. Hashtag Yomi, Hashtag Brand New Day. Hashtag Chia, Hashtag Yay. Mein Frühstückstisch ist ausgeleuchtet. Ich begrüß den Tag. Verdammt bin ich gespannt, wer mein Cappuccino-Posting mag. Ich schieße 83 Bilder von meinem Café in seiner schönsten Gestalt. Nur schade irgendwie, jetzt ist er kalt. Liebe Fans, liebe Freunde, schaut euch das an. Mein Leben ist echt spitze. Yeah. Mein Leben ist voll geil, Mann. Hashtag blessed life, Hashtag geile Zeit, Hashtag Achtsamkeit. Meine Katze hat eine Facebook-Seite, die hat mehr Fans als ich. Ein Sponsorenvertrag mit Whiskers, mehr will die Minka nicht. Bei ihrem allerneuesten Video haben sich die Follower vor Lachen gekugelt. Heute hat sie sich das erste Mal selber gegoogelt. Und ich bin so stolz. Hashtag wow. Hashtag Katzenmami. Hashtag miau. Liebe Fans, liebe Freunde, wusstet ihr schon? Ich erstell grad einen Wikipedia-Artikel über meine Person. Christine Henkel wurde am 11.10.1994 geboren und ist eine nach eigener Aussage berühmte Komponistin, Schriftstellerin und Liedermacherin.
Ihren großen Durchbruch hatte sie im Dezember 2017 im Tippi am Kanzleramt. Und seitdem reicht ihr Bekanntheitsgrad weit über die Erde hinaus. Ich war Gast bei Sebastian Puffpuff, bei Nightwish und bei Dieter Nuhr. Trotzdem ist meine Band nur ein einzelner Typ und der hat nicht mal eine Frisur. Hashtag ich liebe mein Leben, Hashtag Yummy, Hashtag voll geil. Hashtag ich liebe mein Leben, Hashtag Yummy, Hashtag voll geil. Ich liebe mein Leben, Hashtag Yummy, Hashtag voll geil. Ich liebe mein Leben, Hashtag Yummy, Hashtag voll geil. Ich liebe mein Leben, Hashtag Yummy, Hashtag voll geil. Hashtag ich liebe mein Leben, Hashtag Yummy, Hashtag voll geil. Ich like meinen eigenen Beitrag. Hashtag Rainy Day. Ja, genau. Hashtag ich bin eine arme Sau. Juri Kanheiter. Vielen Dank. Ja, nach so viel geballter Lebensfreude kommt direkt was Romantisches hinterher. Ich habe vor kurzem meine Jugendliebe wieder getroffen. Nach 15 Jahren, muss ich dazu sagen. Und ich habe mir in diesen 15 Jahren, habe ich mir in diesem Moment des Wiedersehens, habe ich mir immer wieder vorgestellt und unheimlich romantisch habe ich den mir ausgemalt. Und ich dachte so, Disney-Stimmung am Start und alles total bam und so. Und dann stand er plötzlich wirklich vor mir und da habe ich nur so gedacht. Früher war ich so verliebt in dich und du hattest schönes Haar. Doch von all diesen Gefühlen und der Frisur ist nichts mehr da. Ich lass es lieber sein, es ist schon spät, ich geh jetzt heim. Unsere Liebe, die liegt brach, da wächst nichts mehr nach. Ja, und im letzten Song, den wir jetzt spielen werden, da geht es um das Gefühl, wenn man sich so an seine Partyzeit mit all seinen Freunden zurückerinnert, die irgendwann ja, also in den Mitzwanzigern stattgefunden hat und man denkt zurück und das war einfach eine super schöne Zeit, aber merkt so, Mist, plötzlich nehmen die alle nur noch Ingwer. Runter zum Strand, pack all deine Sachen in deinen Deuter-Rucksack rein. Juri hat Sonnenbrand, creme ihm die Glatze mit 50er ein. Paul und Sabine kommen nah, die sind ein nettes Paar. Sie wollen diesen Urlaub nichts trinken. Hurra!
Spieleabend gestern, der war sehr angenehm. Vorm Einschlafen haben wir auf Netflix eine ganz tolle Doku gesehen. Und Sabines Geschichten, die waren wieder so richtig wild. Neulich war sie bei Chibo, das hat sie mit Freude erfüllt. Wir sind jetzt erwachsen. Komm, lass uns Fahrradhelme tragen. Wir sind jetzt erwachsen. Mach deine Regenjacke zu. Wir sind immer noch hip. Wir sind immer noch cool. Wir sind immer noch da. Trink ne Rhabarberschorle auf Materia. Zöpfchen und bild dir ein, du siehst wie 23 aus. Tust du nicht. Fahr ins Surfcamp, aber schlaf nicht mehr mit Surflehrer Klaus. Wir sind jetzt erwachsen. Komm, lass uns Fahrradhelme tragen. Wir sind jetzt erwachsen. Christine Henkel, vielen Dank. Christine Henkel und die Band ohne Haare. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, dieser Mann muss jetzt mit hier rüberkommen. Du musst jetzt mal den Platz wechseln. Bitte, nimm Platz. Ich habe ein Mikrofon für dich. Bitte schön. Ja, bitte nimm Platz. Wir müssen kurz erklären, warum wir heute ein anderes Finale haben als sonst. Dieser wunderbare Mann, Enno Bunger, hat heute Abend hier bei der Radio 1 Satire-Show seine letzte Show. Ja, er wird uns verlassen. Das Geld hat gerufen. Und er wird eine Platte aufnehmen mit Katy Perry. Und dann hat er gesagt, macht ihr hier schön weiter Spaß. Was will ich mit euch kleinen Kackern da im Tipi am Kanzleramt? So ist es. Kann man so zusammenfassen? Kann man so sagen. Und außerdem habt ihr meinen Catering-Rider kein einziges Mal erfüllt. Ich will nämlich, Nena kommt bald und kriegt Mondwasser. Ich krieg kein Mondwasser hier. Da so fängt es an. Wenn man zu Katy Perry geht, dann wird man zickig und möchte Mondwasser haben.
Enno hat heute leider seine letzte Show und deswegen ist es für mich ein persönliches Anliegen, ihm Danke zu sagen für all die Shows bis heute. Ein großartiger Musiker, wir haben uns kennengelernt. Ich war bin auf ein Konzert von dir geschleppt worden und da hast du gespielt mit Me and My Drummer. Ich kannte dich bis dahin nicht und dann habe ich ihn gesehen und ich habe gesehen, welchen großartigen Humor dieser Mann hat. Wenn Sie auf den Konzerten sind, er ist hochironisch, er hat sehr trockener Humor, sehr lustige Geschichten, die er erzählt. Die Songs sind wunderbar, großartige Musik und er hat tatsächlich vor, ein neues Album zu machen und die Arbeit hier hat ihn am Ende mehr Zeit gekostet als das, was er eigentlich will, nämlich Musik machen. Deswegen kann ich das total verstehen, dass du dich verabschiedest. Möchte dir aber auch sagen, dass ich die Jahre mit dir sehr genossen habe, dass ich deine Arbeit zutiefst geschätzt habe, dass du ein großartiger Musiker bist, dass ich dir den größten Erfolg der Welt wirklich wünsche, mit dem nächsten Album, mit allen Alben, die noch kommen und dass ich dich ungern gehen lasse, aber dass ich es tue, weil ich weiß, dass eine ganz große Karriere bevorsteht. Ich danke dir für all die Jahre und ich habe dir zum Schluss einen kleinen oder wir alle hier im Team haben einen kleinen Film für dich gemacht, den hast du dir jedes Mal wirklich Gedanken gemacht rund um diese Show und das ist unser Film für dich zum Abschied heute Abend von meinem geliebten Enno Bunger. Bitte steh auf. Mario Barth hat übrigens Geburtstag, ich dachte, ich kann mal schlechten Witz machen. Ja, du weißt ja, ich komme aus Ostfriesland, da ist das alles so ein bisschen anders. Ich hatte Leistungskurs Teebeutel Weitwurf und Orientierungslauf im Moor. Aber Abischnitt war 2,7. Oh! Herr Schröder hatte mich gebeten, ein Lied zu singen. Seinem Wunsch möchte ich gerne nachkommen. Das habe ich geschrieben, als ich ziemlich erkältet war. Deswegen steht es in der Tonart Pull-Moll. Trumpmann, lieber Trumpmann, es ist noch nicht so weit. Ich muss ein bisschen Rap, ich muss mal so einen Vorwurf schon kurz in Rap belegen. Ich hatte den Flow noch nicht so ganz raus. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. In Detmold Prakelsig, geboren 56, schon als Sportsgenosse, immer nett und vernünftig, seit 91 Dr. Juris Frankenstein. Doch im Herzen wollte ich immer ein Beamter sein. 99 wurde ich Chef in Schröders Kanzleramt. Dadurch wurde ich im ganzen Land bekannt. Und das war noch längst nicht alles, nein, das wäre auch zu früh. Denn am Ende der Straße steht das Schloss in Bellevue. Physikerin, bin physisch immer voll dabei, weil ich so gut drauf bin, bin noch breiter als Helmut Kohl. Zieh ich meine Raute, das neue Peace-Symbol. In Hamburg sagt man Tschüss, das heißt auf Wiedersehen. In Hamburg sagt man Tschüss, beim Auseinandergehen. Enno Bunger, dein Applaus. Vielen Dank. Enno Bunger, danke dir. Alles, alles Gute. Bleib sitzen. Das war die große Radio 1 Satire-Show. Wir sehen uns wieder, 29. Januar 2018 mit Claudia Roth, Michelle Abdullahi, mit Michael Probe, Mitzel Pfeffel und vielen anderen. Danke fürs Kommen, danke fürs Zuschauen. Tschüss und gute Nacht. Vielen Dank. Enno, danke dir.